Chris konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Ach ja, die alte Geschichte wieder. Ach so, der Griddlesticks, ne? Ja, doch, den kenne ich. Ja, können ja sowieso bis zu 8 mitmachen. Du kannst es auch gerne alleine weiter, aber du hast jetzt nicht gespeichert, gell? Aber du kannst auch ruhig mal mit ihm zusammen da weiterbauen, zum Beispiel. Wenn ich mal nicht online bin und du Lust hast, Forest zu spielen, darfst du das auch gerne mal alleine weiterspielen. So, meine Lieben, wir sind wieder zurück in der Welt des Hexers und was müssen wir machen? Genau, setze deine Hexersinne ein, um den toten Briefkasten zu finden. Wir wollen den Typen hervorlocken. Den Spion. Ach, pass auf, wo du hintrittst. Der irgendwas über Rittersporns Verschwinden weiß. Gucken wir mal. Das hier ist also der Briefkasten. Unser aller Vater, ich sterbe. Erhöre mein Beten. Wer stirbt? Erhöre meine Bitte. Lass meinen Mann wieder gesund werden. Er ist ein guter Mann. Ehrlich. Sei gelobt von Rechtschaff. Ah, hier hinten. Möge das Lederbänder, Ziegenhaut. Dann werde ich dir ein Opfer. Das ist aber nicht der Briefkasten. Der soll aber hier sein. Sei gelobt von ganzem Herzen. Hier stehen gerade so viele Leute. Wo soll denn hier jetzt der geheime Briefkasten sein? Das Feuer? Aber das ist doch an. Möge das hier. Das muss der Briefkasten sein. Ich habe das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. Sei gelobt von ganzem Herzen. Okay. Sieht man jetzt hier, wie Dampf rauskommt? Ja, ob das daran liegt? Ich weiß es nicht. Finde dich um Mitternacht am vereinbarten Treffpunkt wieder. Müssen wir ein Stückchen. Ein Stückchen müssen wir laufen. Ich werde Schlachter, wenn ich groß bin. Ich rufe. Hallo Blötze. Du weißt schon, die Wache. Ah, die blöden Huren, so ein Typen da schon wieder. Was hast du denn so graue Haare, Blötze? Ich bin weg. Es ist auch noch gar nicht Mitternacht, also ich muss jetzt erstmal wieder meditieren, bevor ich da irgendwas machen kann am vereinbarten Treffpunkt. So. Ist auch ein Stück weg. So. Hier müsste es dann auch sein. Ne, noch 100 Meter. Ach Mensch. Ah, hier kann ich ja nicht mal Gas geben. Geht in der Stadt nicht. In der Stadt kann man kein Gas geben, das nervt. Ah, hier muss es sein. Da werde ich mal ganz kurz meditieren. Bis Mitternacht. Das ist ein ganz schönes Stück. Und dann... Sieb, kannst du schon Twitch-Partner werden? Nee. Bei 4 Zuschauern gerade. Wie soll denn das gehen, Till? Du bist ja lustig. Okay, nimm mal meinen Stream mit auf dem Handy. Guten Appetit, Loki. Twitch-Partner kannst du erst werden, wenn du 500 Zuschauer hast, Till. Das wird wohl nicht mehr. Ist aber auch egal. Ich stream ja nur, weil ich spiele. Jetzt nur noch verstecken und warten. Dann verstecken wir uns mal. Wo verstecken wir uns? Ah, hier. Unter dem Eimer verstecken wir uns. Hinter der Tür. Das beste Versteck. Ein Klassiker. Was für ein Versteck. Oh, ist ein Mädel. Siehst du, der Spion? Triss, woher wusstest du... Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hier für ein Stell-Dich-Ein.
mit Triss. Mhm. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst, er kommt. Versteck dich. Ich hab mich schon gewundert. Menge. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. So redet man nicht mit einer Dame. Spiel nicht den harten Kerl, das ist es nicht wert. Du wirst reden. Ist nur eine Frage der Zeit. Also erspare dir und uns deine Hartnäckigkeit. Oder was? Oder ich muss dir wehtun. Die ganze Zeit. Ich sehe, du kennst die Spielregeln eines Verhörs. Ich aber auch. Du bist der Böse, drohst und folterst und die Rote ist die Gute, sympathisch und mit schönen Versprechungen. Und in diesem Fall irrst du dich. War das genug? Wer? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Nicht reagieren, Triss genug. Ich reagiere mal nicht. Du denkst jetzt, viel schlimmer kann es nicht werden? Oh, kann es doch. Genug! Genug! Also, redest du? Ja, ja! Was wollt ihr denn, verdammt noch eins? Wir suchen nur Spuren. Nee, erstmal frage ich, für wen er arbeitet. Meine Neugierde. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Radovid. Ich arbeite für Radovid. Ich suche nach Sigi Reuvens Schatz. Wo hat Menge Sigi Reuvens Schatz versteckt? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, noch ein Wort und du wirst wieder vor Schmerz heulen. Ja. Trotzdem sage ich, dass ich nichts weiß. Gibt dir das nichts zu denken? Sagt er die Wahrheit? Sieht so aus. Ich will... was will Radovid erreichen? Radovid, was hat er davon, Menge zu helfen? Ihr hättet für ihn vor seiner Ankunft das Feld. Ergibt Sinn. Es ist einfacher, eine Stadt einzunehmen, in der keine Magier mehr sind. Lass schwanken. Dafür wird er bezahlen. Wir suchen Rittersporn. Wir suchen nach Rittersporn. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Ratsch. Komm zur Sache. Komm zur Sache. Rittersporn ist auf der Tempel. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Vielleicht hätten wir ihn nicht töten sollen, aber vielleicht geht's ja auch so. So, das reicht. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Wirklich? Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen und... Nicht so schnell. Geralt? Ich weiß. Er hat so viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Na dann, nimm ihm sein Gedächtnis. Lösche sein Gedächtnis. Ich bin einfach viel zu nett. Aber ich habe euch geholfen. Ich... Das ist gar nicht so schlimm. Glaub mir. Cessna Anges. Ach ja. Wie gern ich mein Gedächtnis manchmal löschen werden würde. Das ist bestimmt mega praktisch. So, Triss, wie geht es dir? Du hast heute deine Krallen gezeigt. Du hast heute wirklich deine Krallen gezeigt. So siehst du es also. Wow. Ich würde sagen, heute habe ich bewiesen, wie wenig ich mich von diesen Schweinen unterscheide. Ich...
Lass uns hier abhauen. Ich will nach Hause baden und trinken. Ich begleite dich nach Hause. Soll ich dich nach Hause begleiten? Nicht heute, Geralt. Nicht heute. Aber da ist noch was, worüber ich reden will. Könntest du später vorbeikommen? Menge ist tot, aber das ist leider nicht das Ende meiner Sorgen. Okay, du sagtest, du hättest eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Das wäre praktisch. Okay, wir wissen jetzt schon mal, wo... weg ist er. Wir wissen jetzt schon mal, wo Rittersporn steckt. Das ist gut und der wird da auch ja erstmal bleiben. Das heißt, solange da kein Befehl kommt, wird er auch erstmal gar nicht hingerichtet. Das ist doch durchaus annehmbar. Und den Typen habe ich doch jetzt auch gar nicht getötet. Ich habe ja nur sein Gedächtnis gelöscht, dahingehend, dass er nicht mehr weiß, was hier drin vorgefallen ist. Was auch nicht schlimm ist. Ich hätte ihn ja auch töten können. Mal gucken, könnte aber auch sein, dass es uns zum Verhängnis wird, dass ich ihn jetzt nicht getötet habe. Wir werden sehen. Wir werden es ja sehen. So, dann spreche ich gleich mit der Priscilla. Ich will nur ganz kurz hier mal das Geißblatt sammeln. Plätze. Auf zu Priscilla. Oder kann ich da Schnellreise machen? Gucken wir mal. Ich bin gerade zu faul, hier bis dahin zu reiten. Wo ist es? Ja. Easy. Okay. Hopp. Hier springen wir mal rüber und hier laufen wir lang. 46 Meter noch. Ja, das geht. Und? Die haben hier mal alle keinen Anstand. Keinen Anstand. Kuckuck. Papa ist da. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Ich muss ganz hoch, oder? Nee, runter muss ich wieder. Hier rein. Hier ist der Eingang. Ich bin schon wieder zu spät zum Abendessen. Geralt! Hallo! Rittersporn, wie hast du den kennengelernt? Das sag ich mir, du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich... Zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Naja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Genau. Was? Das Bier knallt ganz schön in der Sonne. Ach, Mr. T. Man sollte auch in der Sonne nicht so viel Bier trinken. Wie viele Abos auf YouTube? Habe ich immer noch genauso 64 wie vorher auch. Schon eine Weile. Und Koka, hallo, ich grüße dich. Kann mir jemand die Story erklären? Die Story ist so groß. Das hier ist jetzt nur ein ganz kleiner Teil aus dieser Story wieder. Das ist so ein eigener... Im Großen und Ganzen ist... Geralt sucht jemanden, seine Schülerin.
Ciri und dadurch muss er halt immer wieder durch das ganze Land reisen und hier und dort ganz viele Aufgaben erledigen. Und jetzt sucht er gerade seinen Freund Rittersporn, der vielleicht weiß, wo Ciri ist. Jetzt müssen wir aber erstmal ewig lange uns vorarbeiten, um diesen Rittersporn zu finden, weil der ja gefangen gehalten wird von irgendeinem Typen, den er den Schatz geklaut hat oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Oder nee, der hat jemand anders einen Schatz geklaut und wurde dann von jemand anderem wieder gefangen genommen. Und wir müssen ihn jetzt erstmal befreien. So, ich habe Neuigkeiten von Rittersporn, das sagen wir jetzt. Rittersporn, ich weiß, wo er ist. Wo denn? Im Kerker auf der Tempelinsel. Das ist nicht lustig. Es ist leider kein Scherz, aber wir kriegen ihn da schon raus, keine Sorge. Triss hat eine Idee. Wir müssen nur Dudu finden. Du musst also Dudu finden, um Rittersporn zu finden, um dann Ciri zu finden? Genau. Klingt nach einer ziemlichen Sucherei. Ich wünsche dir viel Glück. Das, was ich gerade erzählt habe. Ich muss Hurensohn Junior sprechen. Er könnte was wissen. Stimmt, die Aufgabe habe ich ja auch. Quest abgeschlossen. Bis dann. Alles Gute. Epische Musik. Dann muss ich jetzt wohl mal mit dem Hurensohn Junior reden. Das ist reinisch. Du Lumpenproletarier. Lumpenproletarier? Was anderes findest du auf meinem Kanal, Schleichwerbung. Ja, ich lade zurzeit sehr wenig Neues auf YouTube hoch, weil ich einfach nur noch streame. Ich mache quasi keine eigenen anderen Let's Plays mehr, weil mir die Zeit fehlt. Und deswegen lade ich gerade einfach immer nur auf YouTube hoch, was ich gerade hier im Stream spiele. Und das ist gerade einfach nur... Ich habe auch noch ein paar andere Folgen zu Amnesia. Das kann ich mal wieder neu hochladen und so. Aber ansonsten... spiele ich gerade nur Witcher eigentlich hauptsächlich, was ich auch immer hochlade. So. Stimmt, Amnesia muss ich noch fertig hochladen, das hatte ich ja schon durchgespielt. Und dann noch andere Dinge. Gucken wir mal. Ich habe auch noch ein paar Folgen zu... Was war's denn? Assassin's Creed habe ich noch ein paar Folgen. Skelliges Schiff. Könnte ich schon nach Skellige reisen? Ich glaube, es lohnt sich nicht so wirklich. Erstmal das hier weitermachen, oder? Oder habe ich eine coole Nebenquest, die ich mal machen könnte? Freiwilliger, schau dich in der Umgebung um. Die Beschreibung dazu gefällt mir ganz gut. Als Geralt durch die sonnigen, aber vom Krieg gezeichneten Lande von Ochsenfurt zog, hörte er ein äußerst seltsames Geräusch. Etwas, das nach schiefem Gesang und dem Brüllen eines eingeklemmten Schweins klang. Geralt wäre ein schöner Hexer, wenn er dieser Sache nicht auf den Grund gegangen wäre. Genau, wir sind ein guter Hexer, deswegen gehen wir dieser Sache mal auf den Grund. Ich habe nämlich gerade keine Lust, jetzt schon die nächste Super-Mega-Quest anzufangen. Mit diesem Hurensohn. Ich will erstmal kurz wieder so eine Sache machen. Wo ist denn das? Wo müssen wir da denn hin? Nicht so weit. Irgendwo hier? Irgendwo? Nee, doch. Ganz schön. Hä? Ah, hier unten. Hier war ich doch, aber war ich hier schon? Komme ich denn da hin? Da komme ich ja jetzt gar nicht schnell hin. Ach nee, dann bleibe ich wohl doch lieber in der Stadt. Ist gerade zu blöd, da hinzukommen, weißt du, weil hier kein Schnellreiseding ist. Doch hier am Westtor. Okay. Nee, dann mache ich mal... Ach nee, dann mache ich doch die Hurensohn-Aufgabe. Dann bleiben wir eben dabei. Mach mal halt heute mal Hauptquest weiter. Finde Junior. Die Arena von Hurensohn muss ich finden. Weißt du, es geht mir ja, Tilbabo, es geht mir ja gar nicht darum, so viel wie möglich hochzuladen oder so. Oder so viele verschiedene Spiele wie möglich anzubieten. Mittlerweile ist es bei mir nur noch so, dass ich das hochlade und das spiele, worauf ich Lust habe.
Ich habe nun mal gerade Lust auf Witcher und das durchzuspielen, weil mir das Spiel einfach wirklich Spaß macht. Und deswegen ist es gerade so, dass ich nichts anderes spiele oder kaum was anderes. Und auch kaum andere Let's Plays mache deswegen. Life is Strange hatte ich zuletzt noch hochgeladen, die letzte Episode. Schon gehört? Man hat Hackers Haus geplündert. Oh, was ist mit Kein mir? Durchgang. Und häng hier. Oh, oh. Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Ich zahle. Hör mich an, ihr wollt mich reinlassen. Genau. Ich will meine Chance in der Arena. Komm rein. Wer hat das Sagen? Igor. Man nennt ihn Haken. Okay. Was zum Einfach Teufel geht's. War das? Ein plötzlicher Anfall von Ehrlichkeit. Dann runter, dann links. Genau, ich mache halt das, worauf ich Lust habe. Und das liegt halt auch daran, dass ich mir immer wieder sage, ich brauche es gar nicht zu übertreiben und so viele verschiedene Spiele hochzuladen jetzt, wenn ich nicht so viele Zuschauer habe. Na los, mach weißt du, dann mache ich lieber das, worauf ich Lust habe, anstatt das, was andere von mir sehen wollen. Das ist ein ganz interessanter Ort hier unten, oder? Aber eigentlich müssten die alle auf mich losgehen. Die hassen mich eigentlich, diese maskierten Typen, und wollen mich eigentlich immer attackieren. Hier gibt es Hurensöhne und Hurentöchter. Du denkst an die Abmachung, hoffe ich. Hallo, guten Tag, guten Tag. Guten Tag, hallo, hallo, ja, hi. Ah, das muss der Käfer sein. Wir hatten mehr vereinbart. Wir sind schlimmer. Ich brauche Arbeit. Was kannst du denn? Mit dem Schwert umgehen. Ich könnte als Leibwache arbeiten. Und wen hier würdest du bewachen? Jemand muss die Leute kontrollieren. Wie wär's mit Hurensohn Junior? Das frag ich mal. Hurensohn Junior hat sich zahlreiche Feinde gemacht. So viel ist klar. Vielleicht kann ich nützlich sein. Junior kann auf sich aufpassen. Um den muss man keine Angst haben. Aber ich frage mich, woher du weißt, dass der Laden ihm gehört. Das habe ich aufgeschnappt, mehr nicht. Ich rate dir, vergiss lieber, dass du von Junior gehört hast. Ist gesünder. Gemüse essen ist auch gesünder. Die nächste Episode Life is Strange dauert, glaube ich, noch eine Weile, weil die kam ja erst die letzte. Die dritte Episode kam ja erst raus. Vor 3-4 Wochen, gell? Das heißt, die nächste kommt vermutlich in einem Monat, in anderthalb Monaten raus. Vergiss bitte, was ich gesagt habe. Ich brauche deinen Rat nicht. Nee, ich sag mal, vergiss, was ich gesagt habe. Ist sicherer. Gut, stimmt. Eigentlich ist es mir egal, wen ich beschütze. Ich suche nur nach Arbeit. Menschenmengen können außer Kontrolle geraten. Jemand muss den Frieden wahren. Hast du irgendwelche Berufserfahrung? Kaum. Ich töte Monster, ich habe genug gekämpft. Ich bin ein Hexer. Mein ganzes Leben lang töte ich Monster gegen Bezahlung. Menschen sind kein Problem. Eine Wache muss manchmal kämpfen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Die eigentliche Frage ist, ob du dich kontrollieren kannst. Und ob du die Menge kontrollieren kannst. Ich habe gelernt, meinen Herzschlag, meine Pupillen und meinen Stoffwechsel zu kontrollieren. Mein Medaillon vibriert in der Nähe von Gefahr. Und ich kenne ein paar einfache Zauber. Ich muss dich prüfen. Mal sehen, wie du kämpfst. Wenn du überhaupt kämpfen kannst. Geh in der Arena kämpfen. Wenn du 3 Kämpfe überlebst, gebe ich dir Arbeit. Okay. Das klingt doch, Stell mich auf. Sehr einladend. Hab ich schon. Wir fangen sofort an. Oder musst du dich noch vorbereiten? Nö, passt schon. Ich bin bereit. Bin immer bereit. Wunderbar. Mal sehen, was du wert bist. Denk dran. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das Publikum mag es nicht, wenn man den Gegner verschont. Kann losgehen. Okay. Geldbörsen raus! Das ist morgen Exkursion, Rico. Cool, wo geht's denn hin? Osten, wo ein Menschenleben weniger wert ist als ein Koka klaut mir wieder Zuschauer. Ein Hexer! Ein mörderischer Mutant. Müssen noch GTA spielen heute. Sein Gegner, ja, komm schon. Gustav Röhne! Ein Mann, oh, der ist eine 12. Aus dem Mutterleib befreit hat, mit einem Messer. Wie immer, ein Kampf auf Leben und Tod. Warte mal, ich habe den falschen Zauber an. Ich brauche mein Schutzschild. Obwohl ich den gerade ganz gut umgehauen habe damit. Ah, der blutet. Mist, ich habe doch geblockt. Leute,
dich nicht. Ich töte ihn nicht. Schwächling, lass ihn sterben. Lass die Hunde los. Jetzt kommen Hunde. Nein, nein, nein. Was habe ich getan? Ich habe gerade gar nicht gemerkt, wie ich hier... Reißt euch zusammen, Jungs. Wie ich den hätte... Ach, ich hätte einfach weiter auf ihn einhacken sollen, oder wie? Tja. Und weiter geht's. Der Hexer gegen die haarigen Brüder. Direkt von den wilden Skellige-Inseln. Na gut, die kann ich ja mal töten. Ich habe das gerade nicht ganz geschnallt. Verdammt, bist du hässlich. Verdammt. Ja, das war knapp. Nein, was denn jetzt mit ihm noch hier? Wieso ist denn er noch dabei? Der ist tot. Ergib dich oder du endest wie dein Bruder. Niemals. Okay, das heißt, du bist auch tot. Jetzt kenne ich keine Erbarmen mehr. Zusammenbleiben! Zack, tot. Genau. Der hat gar nichts gemacht, der andere. Aber. Der Hexer tut, was er am besten kann. Guck mal, wie schön ich ihn zwischen die Beine gucken kann. Oh Gott, das ist. Wer kommt jetzt? Oh, was bist du denn? Oh nein, warum kommt denn jetzt so ein Vieh hier? Na, Wiesbaden. Wo haben sie die denn her? Warte mal, was waren effektiv gegen die? Warte. Klossar, Bestarium. Nicht Hybriden, sondern Konstrukte? Nee. Nekrophagen? Nein, natürlich nicht. Verfluchte Wesen? Hä, bin ich doof? Dragonide war's. Goldener Pirol habe ich nicht. Kartätsche habe ich, glaube ich. Doch, die habe ich, glaube ich. Und Zeichen. Artzeichen. Artzeichen hilft. Wenigstens etwas. Reißt euch zusammen, Jungs! Und die Kartätsche habe ich auch. Das hilft nicht. So, zack, 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 zack. Tot. Easy. Danke, 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 danke. Oh, da kommen noch mehr. Was sind das denn jetzt für Viecher? Warum du? Was ist denn los? Was habe ich denn jetzt schon... Ihr wollt mehr? Lass die Bestie los! Was ist denn das denn jetzt? Ih, Skorpione! Ach nee, das sind wieder diese komischen Blumenviecher. Warte mal. Da gucke ich noch mal ganz kurz, was gegen die hilft. Drakonide, sind die das? Nee, das sind. Nee. Quark, das war das nicht. Prieden, Insektoide müssten es sein. Genau, oh, da helfen gar keine Zeichen. Da helfen nur goldener. Goldenes Pirol. Kann ich das herstellen? Golden Pirol? Nee. Habe ich alles nicht. Insektoidenöl könnte ich wissen, aber das kann ich eh nicht auf meine Waffe auftragen, wenn der Kampf schon läuft. Tja, dann muss es wohl so funktionieren. So, easy. Stufe 15 erreicht. Verfügbare Punkte habe ich sogar 2. Oh, nicht Boris. Bitte nicht Boris. Soll ich Boris loslassen? Boris, 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 Boris. Nur für euch. Zum Boris. Ersten Mal seit langer Zeit. Lasst Boris frei. Wieso denn? Wieso denn Boris? Ach, das ist ein Bär? Okay. Ich weiß nicht, wie ich gegen Bären kämpfe. So. Okay, der hat ganz schön viel, ja. Mist, komm schon. So.
Schnell weg, bis ich mein Schild wieder machen kann. Das war knapp. So, das war's. Easy. Das war's mit Boris. Und noch ein Sieg für den Hexer. Ich bin viel zu gut. Ich bin einfach viel zu gut. Bis später, Till. Hau rein. Bravo, die hast du gründlich kalt gemacht. Man hat mir gesagt, ein echter Schläger wäre in die Arena gekommen. Ist das zu glauben? Es stimmt. Ob das Hurensohn Junior ist? Bestimmt. Danke. Ich wüsste gern, wer mir gratuliert. Sehr helle bist du nicht, was? Kommst her, um mir den Chaos zu machen und weißt nicht mal, wie ich aussehe? Also, genug geplaudert. Jetzt... Die Zwerge von Hacker sind in der Kanalisation. Sie haben die Wachen abgeschlachtet. Steh nicht rum wie ein verdammter Pimmel bei der Hochzeit. Ruf die Männer und mach die Zwerge nieder. Und würde bitte jemand den verfluchten Hexer töten? Warum denn? Was ist denn jetzt los? Ihr habt den Mann gehört! Tötet ihn! Oh Mann, das heißt, ich muss jetzt noch mehr kämpfen gegen noch mehr Leute. Oder? Ob er auf meiner Seite ist? Hilfst du mir? Komm schon, ich hab dir das Leben gerettet. Ja, er hilft mir tatsächlich. Ah, verdammt, warte. Und? Und Level 12? Naja, gut. Macht auch nicht wirklich viel. Hab. Igor! Komm her, Igor. Der sieht auch noch aus wie ein Igor. Ist es herrlich. Oh, das hat den einen sofort gekillt. Sehr gut. Eine Granate. Wunderbar. Ach, komm schon. Zwei noch. Ich krieg euch auch noch. Wow, Mist. Ach, dann komm her. Zack. Dich kriege ich auch noch, mein lieber Mann von Hurensohn. Zack, geh da auf. Ich muss kurz mal meine Waffe reparieren. Kleines blaues Mutagen. Igors Schlüssel, das ist sicherlich nützlich. Haben die irgendwas? Hühnerbrötchen. Hühnerbrötchen. Krone. Oh, Novigrader Langschwert. Das Blau leuchtet, nehme ich mal mit. Aber jetzt brauche ich kurz um ein Waffenreparaturset, weil ich habe schon wieder so viel gekämpft, dass mein Schwert darunter leidet. Seb, ich kann aber bis maximal 12 Uhr, okay? Weiß ich Bescheid. Ich kann ja auch nicht so lang. Anfängerwaffen. Machen wir mal die Anfängerwaffenreparatursets weg. Vielleicht nochmal. 52. Da kann ich das hier auch gleich reparieren. So, machen wir gleich nochmal. Ja. Hopp. Alles repariert. Und ich werde mal ganz kurz meditieren, ein Stündchen. In der Zeit kann jeder fliehen. Das ist mir aber egal. Oh, mein Freund ist tot, glaube ich. Ich glaube, mein Kumpel, dem ich geholfen habe. Boah, hier wurde einer ziemlich zerfetzt. Ob er das war? Ich weiß es gerade gar nicht. So, ich suche mir jetzt mal einen Ausgang. Oh, hier geht's. Ist von einer beweglichen Türe abgenutzt. Ach so, gucke ich mir gleich mal an. Aber ich gucke hier erst kurz noch rum. Hier geht's auch lang. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Soll ich jetzt da durch die Wand oder hier hoch? Ich gehe mal hier hoch. Oh, hier wird gekämpft. Ach, die Zwerge. Oh, hier können wir mal... Hier habe ich ja den Schlüssel für gefunden. Nee. Das hier aufschließen. Nachricht von Igor und ein Goldring. Gucken wir mal in die Questbeschreibung. Nachricht von Igor.
Da es in letzter Zeit einige Missverständnisse bezüglich der Wertgegenstände gab und zudem auch ohne den leisesten Grund Blut vergossen wurde, möchte ich hiermit versichern, das Geld ist in der Kiste unter Verschluss und in Sicherheit. Der blinde Idiot, der dachte, sie wäre weg, hat am falschen Ort gesucht. Nachgesehen, was lese ich denn? Nachgesehen, geh den Gang runter, der vom Obergeschoss zur Arena führt. Dreh dich, sodass du mit ihm im Rücken zum Gitter stehst, betrachte die gegenüberliegende Wand. Wenn du die Augen im Kopf hast, findest du, wonach du suchst. Ich betone noch einmal, dass Hurensohn Junior Krone nicht angerührt worden und kein einziger Körper fehlt. Ich wette meinen Kopf, dass das Geld noch immer dort ist und darauf wartet, abgeholt zu werden. Vielleicht ist da der Schatz. Guck ich mal schnell. Da, wo die Wand quasi gerade, wo ich gesagt habe, da will ich noch nicht rein. Da gehen wir jetzt mal hin. Morgen Prüfung. Hallo Julian. Oh nein, was denn für eine Prüfung? So richtig, so Endschulprüfung? Du Armer. Ich hoffe, du hast viel gelernt dafür. Und ich wünsche dir ganz viel Glück morgen natürlich. Nein, das Schwert leuchtet blau. Orks in der Nähe. Schaffst du schon, Judy. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Wie machen wir denn die Tür auf? Ah, hier bestimmt. Fläschchen. Ein riesiger Penis steht hier. Mhm. Jägerhandschuhe nehme ich einfach mal mit. Mysteriöser Brief von 32 Kronen. Das ist ja jetzt nicht. Nee, das ist scheinbar nicht der Schatz. Schade. Oh, ein Runenstein. Was haben wir hier sonst so? Fläschchen. Deutsch. Ah, Deutsch kriegst du da easy hin. Einfach nur schreiben. Einfach nur alles hinschreiben, was dir einfällt. In 2 Jahren mache ich meine Prüfung, habe jetzt schon keinen Bock mehr. Das verstehe ich. Ich bin froh, dass ich das hinter mir habe. Aber ich habe nächstes Jahr zum Beispiel, muss ich auch wieder meine Masterarbeit schreiben und dann dazu mich prüfen lassen. Das wird auch wieder ein Spaß. So. Ich wünsche dir ganz viel Glück, Julian, morgen. Schaffst du schon. Bist ja nicht doof. Schreib einfach über... LOL. Wartet mal. So, Julian, wenn du noch da bist, ich sollte dir ganz viel Glück wünschen, gell? Dass du... viel Erfolg von Lisa. Alles Gute. Und sie hat dich lieb. So. Und jetzt machen wir das hier mal fertig. Das hier. Hier hoch müssen wir jetzt. Ach, warte mal, ich hatte doch hier jetzt noch was gefunden im Inventar. Mysteriöser Brief. König Radovid ist mit deiner Leistung nicht zufrieden. Du solltest die anderen Mitglieder der sogenannten Großen Vier beseitigen. Doch sie sind immer noch am Leben und wissen, welche Rolle du in dem versuchten Attentat gespielt hast. Das war nicht unsere Vereinbarung. Verstecke dich vorerst an dem Ort, den dir der Bote nennt, der diesen Brief überbringt, und bleibe außer Sicht. Der König hofft, dass die Feindseligkeiten unter den Mitgliedern der Großen Vier das bewerkstelligen, woran du so kläglich gescheitert bist. Okay. Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? Gut, dafür habe ich schon mal Erfahrung gekriegt. Und die Quest wurde auch aktualisiert. Finde das Versteck von Hurensohn, finde Hurensohn Juniors Casino. Sprich mit Dijkstra über Hurensohns Verbindung zu Redanian. Gut, das müssen wir auch noch machen. Hier habe ich ja gerade gekämpft. Haben die irgendwas Nützliches? Fistech. Habe ich hier noch irgendwas Sinnvolles? Bevor ich da weiterkämpfe, gucke ich mich hier kurz mal um. Aber ich glaube, ich finde hier nichts anderes mehr. War der Typ nicht hier oben irgendwie? Rohes Fleisch liegt da. Ja. Nö. Hier ist nichts. Okay, geh mal weiter. Helfe ich mal den Zwergen da hinten noch? War der gerade rot? Mann von Hacke. Die kämpfen hier stundenlang. Oh, ich habe gar kein Schwert. Was ist denn los? Kopf ab.
Tot. Easy. Hier hängt noch ein Stück, ich weiß auch nicht, in der Luft. Stumpfer Armbrustbolzen. Den nehme ich mal mit. Auch nochmal stumpfe Armbrustbolzen. Kann ich die schon benutzen? Sind die besser als meine Armbrustbolzen? Hm, 7 bis 9, das ist quasi dasselbe. Silberschaden 10%, 15 Sekunden Wirkdauer. Was ist denn da besser? Was ist denn für Wirkdauer? Was bewirkt die denn? Sind da 10 Sekunden besser oder 15 Sekunden? Das ist halt jetzt die Frage. Ich denke mal, 15 ist besser, dass die länger wirken. Runenstein wird in einem freien Fassung deiner Schwertes platziert, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Angriffskraft wird. Es wird stärker, mein Schwert dadurch. Das machen wir doch mal. Die Schwerter sind sowieso alle Mist, die verkaufe ich alle. Ja, ja, gut, dass du nicht mehr zur Schule musst. Ich muss auch nicht mehr zur Schule, das ist gut. Nur noch in die Uni, ist ja so ähnlich. Chance auf Betäuben. Ach, das kann ich eigentlich auch mal damit reinbauen. Und was ist das hier? Chance auf Einfrieren. Ja, dann ist die Chance auf Einfrieren noch höher. Zerschmettern Resistenz. Sehr gut. Passt. Obwohl hier ja die Prozentzahlen wieder besser sind. Aufschützenresistenz und Verbrennenresistenz. Ach, da behalte ich lieber die anderen. Und habe ich mal irgendeine nützliche Rüstung hier gefunden? Nee, das war immer noch dasselbe Dilemma. Ich muss, wie gesagt, nur mal wieder Dinge verkaufen. Weil sonst überschleppe ich mir, hebe ich mir wieder einen Bruch als Hexer. Kennt man ja. Kriege ich einen Hexerschuss. Oh Gott. Hier lang. Und hier hoch. Ich glaube, Johann ist schon wieder weg. Aber ich denke mal schriftlich. Deutsch ist doch immer mündlich, schriftlich, oder? So als Hauptprüfung. Geht das überhaupt? Sei gegrüßt, Meister. Was ist denn das für ein Arzt? Was hat der für eine Maske auf? Wie so ein Maulwurf. Sieht der aus? Oh, ich muss ein ganz schönes Stück laufen. Um diesen blöden Typen zu finden. Ich könnte auch erst in das Casino gehen oder sprich mit Dijkstra über Hurensohns Verbindung zu Redanien. Das sind einige Aufgaben, die ich hier gerade zu tun habe. Ich mach mal die erste. Finde das Versteck von Hurensohn Junior. Plätze. Na komm mal. Na schön. Na los, steck auf. Ging bestimmt nicht, weil Plätze so an der Wand stand. Es hängt hier auch irgendwie fest. So, jetzt geht's. Dreh dich mal, danke. So, Plätze. Tut mir leid, wir verneigen uns im Gebet vor dem ewigen Feuer, dem Herrn und Beschützer unserer Stadt. Nur der Stadt. Meine Güte, was für eine Mistgebiet. Wie wär's mit dem Bordell heute Abend? Oh ja, danke, dass du fragst. Da komme ich mit. Ich wollte frischen Fisch. Würde schon lange mal wieder ins Bordell gehen. Ja, Mann, hab ich gestern gesumpft. Mein Kopf fühlt sich an wie voller Sauerkraut. Tabletten nach dem neuesten Modetrend. Hier und nur. Oh, das sieht richtig cool aus hier, so mit dem Ausblick auf die Stadt, oder? Guck dich das mal an. Das Spiel überrascht mich immer mal wieder mit Grafik. Das sieht richtig cool aus, wenn man hier so auf die Stadt blickt. Gefällt mir. Und auch generell so ein Ausblick. Finde ich einfach schön. Wenn man hier mal so über die Turmmauer gucken kann. Ah, ich bin schon am Ziel. Habe ich gar nicht gemerkt. War ich so überrascht von dem Ausblick, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich schon lange am Ziel bin. Hexenjäger. Ich muss hier rein. Komm schon. Schwanzlutscher nicht hier ist. Da wachsen mir doch eher Zähne im Arsch, als das Hurensohn sich in seinem Haus versteckt. Mit mir sprechen? Wir sollen gründlich sein. Also suchen wir über... Ah, mit denen rede ich. Ach, Räubens Kumpel, nicht wahr?
Ich hab von dir gehört. Wo ist Hurensohn? Ich suche Junior. Willkommen im Club der Hurensohnjäger. Leider sind die Mitgliederausweise gerade ausgegangen. Und bei Junior hast du auch kein Glück. Der ist nicht da. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein. Hast du hier das Sagen? Hast du hier das Sagen? Was geht dich das an? Toll. Was ist hier passiert? Blutiges Chaos. Ist irgendwie passiert. Bin ganz höflich hier erschienen, um Hurensohn Junior zu einem Treffen mit Kumpeln einzuladen. War aber schnell klar, dass hier niemand was auf die Tradition der Gastfreundschaft gibt. Komisch, komisch. Ich sehe mich um. Ich schau mich mal um. Ich hab dich im Auge. Und ich dich. Okay, da müssen wir wieder ein paar Hinweise verfolgen. Hier ist nichts Interessantes. Hallo Hinweis. Haben wir hier noch was anderes? Nee, vielleicht oben. Gucken wir mal nach oben. Hier ist aber auch noch was. Sag ich doch, obwohl auf der Map mir nicht angezeigt wurde, dass ich hochgehen soll. Die Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber. Sie haben nichts zurückgelassen. Hihi. Vielleicht ganz oben? Ich gucke einfach mal überall. Hier sind auch noch Zwerge und noch ein paar Leichen. Vielleicht finde ich auch noch irgendwas Cooles. Hier hat was vibriert. Ah, hier haben wir noch was. Hier ist alles sauber geschrubbt worden. Okay. Jetzt müssen wir zum Casino. Hat wohl gar nichts gebracht, hierher zu kommen. Schade. Und auch keine nützlichen Dinge hier. Seide. Alchemistenpulver, nee, alles nicht so pralle, finde ich. Dann gehen wir mal wieder raus. Oh, ein toter Zwerg. Der Arm. Nee, nur Zwergenschnaps. Ist hier irgendwas? Nee. Ach, da können wir wieder runter. Gehen wir wieder nach unten. Können wir eigentlich auch rausgehen. Ich denke nicht, dass ich hier noch irgendwas Tolles finde. Außer Leichen, Blut, Chaos. Himbeersaft, Trauben. Ach, brauche ich alles nicht. Okay, geh mal wieder. War jetzt total sinnvoll, hier zuerst nachzugucken. Tschüssi. Komm schon. Das heißt, wir müssen zum Casino. Aber ich würde ganz gern mal zu einem Schmied und ein paar Sachen verkaufen, die ich habe. Wo haben wir denn hier einen? Oh, ich bin hier oben. Hier war ich ja noch nie, tatsächlich. Was hier hinten? Oh, da will ich mal ganz kurz hingucken. Ein Fragezeichen in einer Stadt, das interessiert mich. Da herrscht Kriegmeister. Elend ist eine Brutstätte der Hexerei des Aberglaubens. Ich muss nur irgendwie da lang. Alle fass mich nicht an! Hier lang, hier entlang. Hier entlang. Wieder ein Tag im Arsch. Gucken wir mal schnell, was da uns erwartet. Oh, ich hoffe, ich laufe hier nicht gerade in eine Sackgasse. Was ist das, eine Tür? Komm schon, das ist eine Sackgasse. Mist. Hier lang. Schneller. Nicht schon wieder Kopfweh. Ah, es tut mir leid. Das kenne ich. Immer Kopfschmerzen. Kommt vom Zocken, mein Freund. Verdammt. Oh, sieht das cool aus hier. Da unten können wir bestimmt auch hin eigentlich und Boot fahren sogar. Da unten liegt sogar ein Schiff. Ah, herrlich. Los, los. Oh, tu mal nicht so. Vibe. Komm ich hier durch? Ja, aber nicht mit Plötze, schätze ich, oder? Schneller. Plötze. Komm schon, Plötze. Ja, doch, es funktioniert. Plötze will. Plötze ist einverstanden. Einverstanden. Einverstanden ist Plötze.
Beweg dich. Was ist das hier? Das sieht cool aus. Boah, das ist ja ein cooles Haus. Sieht aus wie so ein Tempel. Guck ich mir mal an. Gott. Hier muss ich bestimmt irgendwann nochmal hin wegen der Quest. Das ist irgendein Tempel. Die beten hier alle. Tempel des ewigen Feuers ist das hier. Das brennt wohl ewig, das Feuer. Was passiert, wenn ich das lösche? Okay, das ist nur eine Wand. Schade. Benimm dich, Hexer. Ja, nee. Ich wollte gerade Randale machen. Ich wollte gerade das ewige Feuer löschen, mein Freund. Abgeschlossen. Okay. Ja, ich gehe mal da zu dem Fragezeichen. Aber sieht hier echt cool aus. Das Haus sieht, ist ein cooler Tempel. Duck Building ist ein cooler Tempel. Ah, wir haben hier einen magischen Ort. Ein Ort der Macht. Magie. Freut er sich. Ich freue mich da auch ganz besonders. Bei der Aussicht auch noch schön Magie abzwacken. Ach ja, und ich hatte jetzt habe ich schon 3 Punkte. Ich kann wieder mal ein paar meiner Charakterpunkte weiterentwickeln. Weiterentwickeln. Jetzt habe ich da wieder irgendwas rausgenommen. Ich bin auch doof. Quinn. Pack ich mal. Okay. Mein Schild, was erzeugt wird. So, dann mache ich doch das Schild mal noch ein bisschen besser einfach. Und ich würde auch mal Artstoß, Artzeichen, das ist Wind und so. Den werde ich auch mal ein bisschen verbessern. Einfach so aus Prinzip, dann habe ich alle meine Fähigkeiten mal verbessert. Da kann ich jetzt bestimmt mehr Wind machen, warte. Zack, ja. Ah, und wenn ich es gedrückt halte, passiert das. Also er macht dann wieder das hier oder das hier. Dass er alle weg um sich herum wegstößt. Das ist natürlich schon wieder ein bisschen praktischer als einfach nur nach vorne. Gedankenbeeinflussung. Oder das, zack. Oder das. Feuer ist immer noch dasselbe. Oder was soll das hier, Quinn? Ah, oder er macht so ein Schild. Also entweder antippen. Finde ich aber besser, wenn er so macht, als wenn ich im Kampf dastehe und so mache. Oder wie lange hält denn das? Ah, das hält so lange, bis meine Energie aufgebraucht ist quasi. Da könnte ich erstmal eine Weile Leute auf mich einschlagen lassen. Okay. Und magische Falle natürlich. Okay. Bringt mir nur jetzt gar nichts. So, ich würde sagen, jetzt aber zur Aufgabe weiter. Elfenblut, was? Was passiert, wenn du das ewige Feuer löscht? Das habe ich mich ja auch gerade gefragt. Oh, hier sollte ich nicht runterlaufen. Das ewige Feuer sollte man, denke ich, nicht löschen. Oh, guck mal, Schatztruhe. Fährtenleserhandschuhe. Cool. Jetzt will ich aber mal einen Schmied finden. Ich glaube nicht, dass ich das ewige Feuer löschen sollte. Kriege ich bestimmt übelst Stress mit den Leuten hier. Und ich glaube auch nicht, dass es geht. Ich kann ja leider kein Feuer. Warum liegen hier Schuhe? Meinte ich, hier ist einer runtergesprungen. Der hat vorher noch seine Schuhe ausgezogen. Warum sollte das jemand tun? Warum bringt sich jemand um und zieht aber vorher noch seine Schuhe aus? Um die zu hinterlassen für jemanden? Um irgendwelche Spuren, damit wir wissen, dass hier jemand gesprungen ist vielleicht. Einfach nur um eine Spur zu hinterlassen. Das ist schon irgendwie traurig. Ich gehe davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet wird. Okay. Oh, jetzt kloppen hier die Leute. Hier Leuten, die kloppen. Schneller! Wir gehen hier mal weg. Die sind mir alle viel zu religiös. Um Menschen wie dich zu verwirren. Ja, oder so. Ja, plötzlich wird's wieder nicht. Geh ich halt ohne dich. Du bist eine Beleidigung für die Würde des Sie lassen den Sinde rein und jetzt fürchten anständige Leute, sich das Haus zu verlassen. Komm, jetzt kommt er. Du könntest dir mal angewöhnen, direkt zu mir zu kommen, plötzlich, und nicht immer irgendwo stehen zu bleiben.
Er wollte Wasserschutz betreiben, was? Lauf, Plätze! Genau. Ich muss mal lernen, Wasser zu bändigen. Ich kann bis jetzt nur Feuer bändigen und Luft. Luft und Wasser kann ich gerade mal. Luft und Feuer. Wasser kann ich noch nicht bändigen und Erde auch nicht. Weiter so, Plätze. Ich bin ein schlechter Avatar. Kommt hier unterwegs mal noch irgendwo ein Typ, ein Schmied? Irgendwo jemand namens Schmied? Dr. Schmied hier? Warte mal, ich halte mal kurz am Schild. Das ist gerade gehangen. Haben wir hier denn irgendwo einen Schmied? Hier ist einer. Und wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Hier ist ja gar nichts. Ich werde mal hier hingehen. Vielleicht kann ich hier auch was verkaufen bei den Stellen von meinen Schwertern und Rüstung. Muss ja nicht unbedingt ein Schmied sein, nur Hauptsache ich kann irgendwo was verkaufen. Ah, das ist der Marktplatz, okay. Du hier, Kaufmann? Willkommen, willkommen. Hi, hi, hi. Zeig mir deine Waren, mein Freund. Was hast du denn da? Der hat Silber. Na, Silber? Plunder? Plunder steht da. Aber ich kann ihm meine Schwerter leider nicht verkaufen. Auf Wiedersehen. Bis dann. Und der da oben? Komme ich zu ihm? Hier durch? Ah ja. Das kann nicht sein. Weißes Haar, Markus TK Hot. Narbiges Gesicht. Genau wie er gesagt hat. Geralt von Riva, auch der Weiße Wolf genannt. Der Schlechter von Blaviken. Geralt von Riva reicht. Was ist denn? Vor Jahren kam ein Mann zu mir. Er bezahlte, damit ich ein Buch für dich aufbewahre. Er meinte, du würdest es eines Tages abholen. Wer war das? Er hat seinen Namen nicht genannt. Aber das Buch hat einen roten Einband. Das weiß ich noch. Ich habe es sicher nicht verkauft. Na schön. Mal sehen, ob ich's finde. Und vielleicht wirfst du dabei einen Blick auf die anderen Bücher. Ich sehe mir gern die anderen Bücher an. Ich bin nur an dem einen interessiert. Ich schau mal rum. Ich sehe mir gerne an, was du noch hast. Was hat er denn noch? Fauna der nördlichen Reiche. Band irgendwas. Einen roten Einband. Also das hier. Gule und Agule. Enthält Zusatzinformationen. Der letzte Wunsch vielleicht. Könnte es das gewesen sein? Verhörprotokoll, Brief. Ich guck mal, warte mal. Ein alter Freund. Ach so, nein, ich muss es erst hier finden. Aha, hier ist es doch. Die fröhlichen Abenteuer von Muriel, der liebreizenden Metze mit humorvollen Gravuren. Die fröhlichen Abenteuer von Muriel, der liebreizenden Metze mit humorvollen Gravuren. Das wird's wohl nicht gewesen sein, oder? Ich guck mal nach oben. Wie hier Bücher auf der Treppe liegen, ist ja niedlich. Ah, hier haben wir noch eins. Die Behandlung von Furunkeln mit Hilfe von Wundätzung, eine Studie. Das wird's wohl auch nicht gewesen sein. Mein Manifest, das Leben von Jacques de Aldersberg. Mein Manifest, das muss es sein. Zwischen den Seiten liegt ein Brief. Ah, okay. Lies den Brief. Okay. Hätte ich sowieso getan. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das hat aber keinen roten Einband. Ach, egal. Was ist denn das hier? Wieso habe ich die Wolf... Ach, die Wolfsmaske. Kann ich die aufsetzen? Ach, es ist cool. Jetzt habe ich eine Maske auf. Jetzt jetzt sieht man wenigstens nicht mehr sein entstelltes Gesicht so sehr. Kann ich auch eine Silberkappe aufsetzen? Nee. Okay, lese ich mal den Brief. Hexer, im Ozean der Möglichkeiten sind einige Ereignisse wahrscheinlicher als andere. Es ist dennoch nicht einfach, sie herauszufinden. Auch dann nicht, wenn der eigene Intellekt
sich durch den ganzen Raum und alle Zeit erstreckt. Ich hinterlasse dir diesen Brief in der Hoffnung, dass du ihn gegen alle Wahrscheinlichkeit eines Tages findest. Denn ich muss dich warnen, die Menschheit ist in Gefahr. Die prophezeite Zerstörung durch die weiße Kälte ist nicht nur das Gefasel einer irren Elfin. Vielleicht habe ich noch die Gelegenheit, dich persönlich davon zu überzeugen. Wenn nicht, muss ich auf diesen Brief vertrauen, den du in vielen Jahren lesen wirst, wenn du mehr weißt als zur Zeit, da wir uns zum ersten Male trafen. Du musst wissen, dass nichts die Welt retten kann, außer der Vorbereitung der gesamten Bevölkerung auf die Katastrophe. Den alten Geschichten zufolge kann ein Kind des älteren Blutes die Gefahr abwenden. Doch ich habe es versucht und bin gescheitert. Seitdem werde ich von einer christlichen Vision verfolgt. Einem gekrönten Geist, der Geist meines Versagens. Ich war erwählt und habe versagt. Du und deine Bruderschaft sind unsere einzige Hoffnung. Wenn die Zeit des Wolfsturms kommt, werden die Menschen sterben und nur die Übermenschen werden überleben. Deine Pflicht besteht darin, die Übermenschen in die Welt zu bringen. Was immer du von mir denkst, versage nicht so, wie ich versagt habe. Okay. Aber es ist keine wirkliche Aufgabe, oder? Das sag ich doch. Nur sowas wie eine Hilfe. Und als Nebenattraktion in einem Zirkus. Nun, das könnte ziemlich profitabel sein. Das letzte Ebenbild eines Vampirs, was haben wir? Toromanti und wurde die vornehme Art der Wahrsagung mit Hilfe von Käse. Schön, ich habe einfach mal alles mitgenommen. Ja, ja. Einfach mal alles mitgenommen. Das war jetzt auch mal eine einfache Quest, oder? Einfach nur ein Buch finden und den Brief lesen und chillig. Es liegt also an mir tatsächlich die weiße Jagd oder die wilde Jagd aufzuholen. Braucht jemand gute Musik? Nee, nee. Willst du jetzt hier Leuten Santiago andrehen? Ich kenn dich doch. Kann ich hier Sachen verkaufen? Warum ich? Was kann ich für dich tun? Die Maske ist ja herrlich, ey. Ich brauche einen Kredit. Ich brauche Geld. Ich muss wohl einen Kredit aufnehmen. Nein, eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich leite gleich alles in die Wege. Einfach so? Herrin Yennefer von Wengerberg hat sich vor langer Zeit als deine Bürgin erklärt. Sollte das jemals notwendig werden. Außerdem haben wir erprobte Methoden, um Schulden einzutreiben. Oh, ich habe 100 Kronen gekriegt. Ich hoffe, ich muss die nicht zurückzahlen oder irgendwie jetzt. Das wollte ich nämlich gerade gar nicht machen eigentlich. Ich bin aus Versehen da drauf. Erstklassige Schwerter. Zeig mir deine Waren. Möchtest du mir etwas anfertigen? Ich guck mal wieder mal, würdest was du mir ich etwas so habe. Anfertigen? Santiano for the win. Kuka hat Geschmack. Schon das neue Album gehört? Santiano ist okay, sagt Loki. Ich hab die ja immer nur bei dir gehört, Rico. Warte mal, ich habe hier ein paar Armbrustbolzen, die ich herstellen könnte. Silberschaden durch Bohrungsschaden, Wirkungsdauer. Aber da muss ich erst Stufe 19 sein. Die hier könnte ich machen, aber das ist genauso gut wie das, was ich jetzt gerade habe. Die hier sind besser natürlich, aber da muss ich Stufe 19 sein. Was habe ich denn noch? Handschuhe. Die sind sogar ein bisschen besser als die ich jetzt habe, obwohl da kein Verbrennenresistenz dabei ist. Ich guck mal ganz runter zu meinen... Ach, hier haben wir die Runensteine. Zeichenintensität, Rüstungsdurchbohrung, Chance auf Verbrennen. Stiefel. Okay. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das geht. Das ist vom Schaden her besser. Chance auf Vergiften, Chance auf Bluten. Es hat aber gar nichts Besonderes, das Schwert, oder? Nö, es hat nichts Besonderes. Wäre halt, hätte mehr Schaden als meins, aber hat weder Chance auf Bluten noch auf Vergiften noch sonst irgendeine andere Extra-Fähigkeit. Habe ich vielleicht mal ein cooles Silberschwert hier? Bonuserfahrung bei Monstern, plus 20%. Chance auf Einfrieren, Angriffskraft. Zeichenintensität auf 10 erhöht, das ist gar nicht schlecht, das Schwert. Ich glaube, was habe ich noch? Oh, das macht ja mega Schaden hier. Silberschwertrelikt. Das will ich, das macht Schaden.
Und zwar richtig viel. Das kann ich sogar herstellen. Falsche Handwerker. Ach so. Ach Mist, da brauche ich wieder einen super Handwerker dafür. Ach Schande. Ach, ihr könnt mich mal. Ich hätte jetzt, das hätte ich jetzt so gern hergestellt, ey. 286 mehr Schaden. Wie geil. 166, das kann ich hier aber auch nicht herstellen lassen. Und den ganzen Kram hier auch nicht. Da sehe ich immer nur rote Zahlen, die runtergehen. Hat zwar mehr Rüstung, das Ding hier, aber sonst nichts, scheinbar. Das genauso könnte ich herstellen, aber bringt mir nichts. Ich kann da leider nicht mitreden bei der Band. Ich habe es immer nur mal ein paar Mal gehört, aber nicht so sehr. Das bringt mir nichts. Das hier habe ich auch nur mehr Rüstung und sonst geht alles nach unten. Das genauso. Oh, das hier wäre nicht schlecht. Igni-Zeichen-Intensität und Axi-Zeichen-Intensität. Würde runtergehen, sonst würde es bleiben und ich hätte mehr Vitalität und mehr Rüstung. Die Hose ist nicht schlecht. Die Assassinenhose. Ach, die mache ich mir einfach mal. Zack. Erfolgreich hergestellt. Das kann ich die doch gleich mal anziehen. Und dann kann ich mal noch was verkaufen. Zeig mal, was du anzubieten hast. So, das ist die Assassinenhose, die habe ich gerade hergestellt. Ich verkaufe mal ein paar Schwerter. Das kann weg. 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 Und das behalte ich. Das ist nicht genauso stark wie meins. Oder vielleicht ist das meins, was ich gerade habe. Rüstungen. Die kann weg. Die kann weg. Die kann weg. Die kommt weg. Da ich jetzt die Assassinenhose habe, können die anderen Hosen hier weg. Zumindest diese. Die Handschuhe behalte ich mal noch. Die Hose kann weg. Das Oberteil kann weg. Die Schuhe weiß ich gerade gar nicht. Das kann weg. Das kann weg. Hier bin ich mir gerade nicht sicher. Okay, aber ich bin erstmal wieder ein bisschen was losgeworden. Das ist gut. Bis dann. Okay, und jetzt schaue ich mal, wie ich mir das anziehe. Ach, ich habe schon eine Assassinenhose. Ja, die hier ist jetzt natürlich die bessere, die ich mir hergestellt habe. Zack. Genau. Hat zwar nicht mehr die Glyphen, die ich angelegt habe. Kriege ich da auch nicht mehr raus. Das ist schade, aber was soll's. Kleine Axi, große Axi-Glyphe, Axi-Zeichen-Sensität. Kleine Art, kleine Quen, kleine Igni. Ich leg mal die hier mit an. Auf die Hose einfach. Zack, die behalte ich jetzt eine Weile. Läuft! Na dann speichere ich auch mal, nicht, dass ich das alles nochmal machen muss. Speichern! Willst du mit mir Drogen gehen? Weißer, schau mal hier drüben. Stimmt, ich müsste mir auch mal ein eigenes GTA-Radio anlegen. Wo ihr gerade darüber redet. Ich höre ja immer nur die Musik, die bei mir bei GTA kommt. Das Problem ist halt immer wieder, wenn ich das dann im Stream spiele und das dann, nicht freigegeben ist, wird dann mein Stream gemutet. Im Nachgucken, aber GTA guckt eh keiner, von daher ist es egal. Ach nee, ich will gar nicht nach Skellige. Ich will doch gar nicht nach Skellige, da will ich doch gar nicht hin. Wir wollen doch Junior finden weiterhin. Auf zum Casino. Plätze. Ich spiele heute jetzt noch eine Weile Witcher, glaube ich. Ich habe gerade Lust, noch ein bisschen länger Witcher zu spielen heute mal. Ich habe eh nichts vor. Heya! Hallo, Exa.
Magier haben das Haus der Jäger angezündet! Sie wollen die Stadt niederbrennen! Das GTA-Radio I love Sepp D. Sepp, bitte nicht Sepp. Aber ich weiß, was du meinst. So, auf zu Hurensohn. Kennst du Meister Meng? Oh. Wenn nicht, dann lernst du ihn bald kennen. Hey! Huch, falsch. Oh. Ja. Gibt es ein Land, wo ich mehr von deiner Art finden kann? Ja, ich habe jetzt endlich mal ein paar coole Sachen an. Aber die Wolfsmaske ist eigentlich total bescheuert. Ich lasse sie trotzdem noch eine Weile auf. Zack, tot. Ach, warte mal. Die erledige ich mal schnell. Ach scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Kopf ab. Wo ist der andere? Hier ist doch noch einer. Ja, hier. Auch tot. Ich hatte den falschen Zauber aktiviert, so. Jetzt habe ich wieder einen besseren aktiviert. Diese ganzen Hurensöhne hier immer. Ist schön, dass ich das endlich sagen kann, ohne dass es eine Beleidigung ist, weil die wirklich hier so im Spiel heißen. Diese ganzen verdammten Hurensöhne. Sebs Love Radio. Hallo, Frankie. Love Radio. Ja, ja, ich mache ein Love Radio. Ganz viel Liebe und Erotik. Ach Mensch, so. Ich weiß gar nicht, wie man bei GTA ein eigenes Radio macht, oder? Da hat man, glaube ich, so einen extra Ordner, wo man Zeug reinziehen muss. Langsam. Ich guck mal ganz kurz zu dem Händler da. Vielleicht kann ich da mal wieder Karten kaufen. Willkommen. Was darf ich dem ehrenwerten Herrn bringen? Vielleicht neue Schnabelschuhe? Ich habe kein echtes Paar, aber die Größe kommt hin. Ja, der mag Quint. Gut. Ich gucke aber erstmal ganz kurz, was du hast. Ob er Karten Guter hat. Guter Mann, was habe ich nicht? Und für jeden etwas. Wer sucht, der findet. Auch noch günstig. Na dann, zeig mal, was du hast. Der hat einfach nur Ramsch. Er hat nicht mal Schnabelschuhe. Der will mir hier irgendwelche Schuhe andrehen, dann hat er gar keine. Okay, wenn spiel mal eine Runde Quint. Spielen können, habe ich alles, was ich brauche. Reggae und Jazz ist, glaube ich, eher dein Ding. Ja, wenn ihr meint, dass ich gerne Reggae. Ich mag Rock. Ich mag eigentlich sehr gern Rockmusik. Okay. Nehme ich die Karten? Habe ich hierfür endlich genug? Nee, hier habe ich noch nicht genug für. Pestmaid habe ich hier. Hier habe ich noch lange nicht genug für. Habe ich gerade mal 8. Nee. Schade. Muss man das wieder nehmen. Immer mit diesem einen Set hier spielen. Cool, die Tauschkarten behalte ich mal. Da kann ich jetzt ordentlich in die Vollen gehen und mir meine guten Karten wieder zurückholen. Das hier kommt weg und den Rest behalte ich. Ah, sehr gut. Ich habe eine super starke Karte dran. Genau, da werde ich jetzt nämlich gleich mal... Vielleicht liegt eher ein Spion. Ich hau mal meine starke Karte hier raus. Und er schlägt scheinbar kein Spion, oder? Kann ich mich darauf verlassen? Ich hole erstmal die wieder zurück. Okay, gut. Ich würde sagen, ich passe. Und gewinne diese Runde. A und B ist auch nicht schlecht. Mal gucken, wenn er noch einen Spion hat, dann hole ich mir die Karte, ansonsten zocke ich den jetzt so ab. Ah, gut, er holt erstmal wieder eine tote Karte zurück. Mist. Das heißt, ich muss jetzt erstmal alles geben. Ach, er passt schon. Sehr gut. Da lege ich einfach eine 6er-Karte und dann... Ach Mist, das war jetzt doof.
Wenn ich jetzt passe, wer gewinnt? Nee, ich glaube, wir verlieren beide ein Juwel. Das heißt, ich muss nochmal. Ich überlege gerade, warte mal. Ist vielleicht nicht schlau. So ist besser, wenn ich das so mache. Habe ich wenigstens noch eine starke Karte da. Ja, passt. So. Macht doch gar nichts. Ich kann die ja wieder zurückholen jetzt mit dieser Frau hier. So müsste es funktionieren. Country und Western. Sehr, sehr gut. Ja, das kann man auch mal hören. Wenn man da mal Lust drauf hat, warum nicht? Dann höre ich mir auch mal Country und Western an. Wieso hat er jetzt mehr Karten als ich? So, ich hole mir jetzt erstmal eine Karte zurück. Aus meinem abgelegten Stapel. Ach, geht nur die eine? Naja, gut, reicht. Nehmen wir die. Noch einen Nahkämpfer habe ich. Und die Reihe verstärke ich dann und dann gewinne ich hoffentlich. Ah, Regen. Naja, das ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich kann zur Not das Wetter verbessern. Noch führe ich sowieso, auch mit schlechtem Wetter führe ich. Das hier wird verstärkt. Und er hat nur noch eine Karte. Gucken wir mal, was das ist. Er passt. Das heißt, ich kann auch passen. Und gewinne. Gewonnen! Und jetzt müsste ich doch eine Karte gewinnen. Strömender Regen. Och nee, den habe ich doch schon. 500 Mal habe ich diese blöde Karte. Die brauche ich nun wirklich nicht. Hier muss irgendwo noch ein Händler sein. Hier drin. Hallo? Ah, hier. Kreditreihe ist das. Ah. Was willst du verpfänden und wie viel brauchst du? Eigentlich gar nichts. Was lässt dich darauf schließen, dass ich Geld brauche? Braucht jeder mal. Du siehst nicht aus, als wärst du reich. Und du riechst auch nicht so. Gerade kann ich nicht klagen. Du raffst das kann ich überhaupt nicht. Willst du dir vielleicht ansehen, was die weniger Glücklichen verpfändet haben? Warte mal, ich erkläre es dir gleich. Oder ich könnte noch eine Runde spielen. Ich gucke erstmal kurz, was der für Waren hat. Anzubieten hast. Ich kann's euch mal erklären. Der hat Gold. Kann ich ihm Gold abkaufen? Quatsch. Ein Buch hat er noch. Ändere dein Leben, ein Handbuch. Schön. Hallo Loki, ist wieder da. So, ich erkläre es euch mal. Für diejenigen von euch, die es nicht verstehen. Mit einer Partie gewinnt. Jeder hat ein Set, ja? Also man kann wählen. Es gibt vier verschiedene Arten von Sets. Das hier ist Goyatail, die Monster gibt's. Kaiserreich Nilfgaard und Nordliche Königreiche. Also es geht nach den Welten, die es hier in diesem Spiel gibt. Und es geht jetzt darum, dass du immer mehr Punkte hast als dein Gegner. So, hier will ich jetzt, kann ich jetzt sagen, welche Karten ich nicht will in meinem Set. Da kann ich eine ablegen, zum Beispiel hier lege ich ab. Da kriege ich die dazu und lege ich noch irgendeine ab. Ich gucke gerade, weil ich habe meine stärkste Karte nicht dabei. Ich glaube, eine Finte reicht. Ah, da kriege ich eine scheiß Wetterkarte. Egal. So, jetzt geht es darum, zwei Runden zu gewinnen hintereinander. Dass der Gegner zwei seiner Juwele, diese roten Punkte da oben, verliert. Und das geht darum, einfach, wer nach einer Runde die meisten Punkte hat, der gewinnt die Runde. Das heißt, der Gegner verliert dann ein Juwel. Ich werde jetzt, was lege ich mal? Ich habe einen Spion. Ich lege ihm jetzt einen Spion rüber. Diese Karte ist jetzt besonders. Er kriegt jetzt vier Punkte drauf, der Gegner. Dafür kann ich zwei Karten ziehen. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt schnappt er sich den Spion mit der Findenkarte. Da kann er wieder eine Karte quasi zurückholen. Und ich lege mal, was lege ich? Ich lege mal eine schlechte Wetterkarte. Brauche ich nämlich gerade gar nicht. Die sind auch irgendwie... benutze ich kaum. Jetzt liegt er ein Spion bei mir und den kann ich mir wieder zurückholen.
Er kriegt jetzt zwei Karten und ich nehme mir den Spion einfach. Zack. Das ist so die erste Runde. Da geht es erstmal darum, so viele Karten wie möglich noch zu behalten. Jetzt hat er gepasst. Jetzt lege ich ihm noch den Spion hin. Und kriegt auch nochmal Karten. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert mit dem Spion, das gebe ich zu. Das gebe ich gerne zu. Und jetzt passe ich auch. Und damit verliere ich die erste Runde. Das ist aber nicht schlimm, die erste Runde zu verlieren, weil ich jetzt mehr Karten habe und damit eigentlich die nächsten zwei Runden gewinnen könnte. Jetzt passt er nämlich schon. In der ersten Runde passt er. Jetzt lege ich eine Fünferkarte. Wenn es gehen würde, es hängt gerade, warte. Manchmal hängt das hier mit dem Controller, da muss ich kurz die Maus nehmen. Hier lege ich eine Fünferkarte. Hab 5 Punkte. Und kann jetzt auch passen. Weil jetzt gewinne ich eine Runde und er verliert eine Runde. Jetzt steht es unentschieden. Und jetzt kann ich alle meine Karten hinlegen und gewinne damit hoffentlich die nächste Runde. Wenn ich jetzt einfach alles raushaue, was ich habe. Warum verschwindet denn die Spionkarte nicht bei ihm? Das wundert mich. Gucken wir mal, ob ich jetzt gewinnen kann. Oh, oder vermutlich eher nicht, weil er da irgendwas Cooles machen konnte gerade. Was? Bitte? Was? Okay, ja, keine Ahnung, was er da gerade macht. Taktik, das ist was für dich, aber Sport nicht so. Nochmal, ich habe nicht aufgepasst. Und ist das... Nee, es gibt Fernkämpfer, es gibt Nahkämpfer und es gibt hier Barrikaden hier unten. Oder wie heißt das? Ja, solche Maschinen halt. Scheiße, der hat gerade nur so viele. Der hat schon 80 Punkte, ich bin gerade mal bei 20. Das ist bescheuert. Aber es sind alles Nahkämpfer, die kann ich alle schwächen mit meiner Frostkarte. Warte mal, das schlechte Wetter machen wir mal kurz weg. Oder ich warte noch. Ich guck erst mal. Der hat jetzt nur Nahkämpfer. Wenn ich da jetzt meine Eiskarte lege, müssen die alle geschwächt sein. Geschütze, ja genau, Geschütze. Das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Die Karten von dem sind cool. Ich weiß auch nicht, der hat mega krasse Karten, weil er hat irgendwie Karten, dass er dazu passende Gegenpaare auch mit auf hinlegen kann. Und deswegen hat er gerade so viele Karten und so starke Karten auf der Hand. Und so mega viele. Normalerweise hast du 10 Karten am Anfang. Also der zieht mich, glaube ich, gerade ab. Ja. Alter, ich glaube, ich verliere die Runde. Ich hab nicht damit gerechnet, dass er so krasse Karten hat. Scheiße. So. Das kann ich noch. Damit verstärke ich alle Barrikaden. Oder Geschütze. Und jetzt kann ich halt... Nee, warte. Wir machen erstmal... Genau, ich mache erstmal schönes Wetter. Das ist jetzt mein Anführer. Damit kann ich das Wetter wieder schön machen. Und jetzt friere ich seine Masse da oben ein. Aber er gewinnt trotzdem. Oh, scheiße. Er hatte halt zu viele Karten. Schade. Direkt dich weg. Ganz knapp aber. Es war jetzt trotzdem 47-52. Also 5 mehr Punkte hatte der leider. Na, schade. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der mich hier so abzieht. Peinlich. Ich gehe einfach wieder. Tschüss. Und gehe jetzt mal. Also ich habe es am Anfang auch nicht verstanden, das Spiel. Ich habe immer erstmal nur gelegt gehabt und ausprobiert. Mittlerweile kann ich es schon ein bisschen besser. Aber der hatte jetzt halt... Ich habe halt noch nicht so super Karten. Weil ich oft verliere und da kriege ich keine neuen Karten dazu. Und ich will auch nicht so oft dieses Kartenspiel im Stream spielen, weil ihr euch dann immer aufregt, dass ich dieses blöde Kartenspiel spiele. Was willst du hier eigentlich? Was hier jeder will. Bisschen spielen, mich amüsieren. Nur geladene Gäste, Kumpel. Pech gehabt.
Ich habe auch eine Maske auf. Ich gehe rein zur Not über eure Leichen. Vielleicht werden wir uns einig. Ich verhexe sie einfach. Ich glaube, ihr lasst mich sofort rein. Aber natürlich. Bitte. Natürlich, komm rein. Wünsch mir Glück. Viel Glück an den Tisch. Tja, mit 5 Punkten gewonnen, genau. Ist halt sehr viel mit Taktik, dieses Spiel. Und natürlich, was du für Karten hast. Der hatte echt krasse Karten. Ich muss nur ein einziges Mal spielen. Ich gewinne alles zurück. Natürlich, wie immer. Komischer Vogel. Ich setze mein Haus. Wer ist das? Genau. Ich bin jeden Tag hier. Okay. Und hab ihn noch nie gesehen. Jetzt ruhig dein Haus, mein Freund. Ich frag mich, ob er jetzt gewinnt. Nein, mein Haus ist weg. Mit wem muss ich hier reden? Darf ich? Warum nicht? Ich suche ein Spiel mit hohen Einsätzen. Gibt es hier welche? Ich suche den Besitzer. Ich frag mal nach dem Spiel mit hohen Einsätzen. Ich will spielen, aber mich interessieren nur hohe Einsätze. Ich kenne dich nicht. Vielleicht hast du Geld, vielleicht nicht. Vielleicht kannst du dich benehmen, vielleicht nicht. Halt dich von Ärger fern, dann kannst du irgendwann um hohe Einsätze spielen. Vorerst hast du die Wahl zwischen jeder Menge Tische für einfache Bürger. Verspiel nicht gleich alles auf einmal. Das heißt, ich muss jetzt erstmal spielen. Spiele mit den Gästen im Casino Karten. Hätte ich mir das ja gerade draußen sparen können, wenn ich jetzt hier sowieso nochmal Karten spielen muss. Na dann, hi. Was willst du? Okay, mit dem geht's mir nicht. Ich glaube, ich kann nur oben spielen. Noch ein Wort von dir und ich bring dich nach oben. Nein! Ladies, hi. Ich bin's, Geralt. Oh, gute, mal gucken, Karten, ob ich gewinne. Malte. Spielen die hier immer nur Quint, ja? Was zum Teufel hat ein Hexer hier zu suchen? Siehst du hier etwa Ertrunkene oder andere Scheiße? Woher kennt er, dass ich ja ein Mutant bin? Ich hab doch eine Maske auf. Spielen wir oder nicht? Nein, keine. Gute Gelegenheit, ein wenig Karten zu spielen. Kluger Mann, was? Na gut, wir spielen, wenn du Geld hast. Hab ich. Fisch dich? Hier in der Stadt gibt es das beste Pulver. Ich will nur spielen. Der sieht wirklich ein bisschen aus wie Trevor. Spielen wir! Was? Das ist ein bisschen viel. Wenn du darauf bestehst. Ich werde deinen Arsch ficken wie den einer billigen Hure. Na, ich glaube, er hat recht. Ich glaube, er hat recht. Ich wette, der hat doch wieder mega gute Karten. Oh, scheiße. Du beginnst. Warum immer ich? Du kommst weg. Und den Rest behalte ich so, wie es ist. Verdammt, oh Gott, ich verliere doch jetzt wieder. Ich hau ihm erstmal den Spion um die Ohren. Okay, 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 okay. Ich krieg auch einen Spion, yay! Und damit passe ich einfach mal. Bringt ja jetzt nichts. Und ich gewinne die erste Runde. Oder er legt noch eine Karte und gewinnt. Er legt noch eine Karte, er legt mir sogar noch einen Spion hin und kann noch mehr Karten ziehen. Scheiße, und ich habe keine Finte um die Karten. Der ist ja ein ganz gerissener. Das ist ja ein ganz gerissener Typ. Arschloch. Kann ich sie legen und kriege ich dann den Spion? Oh, der zieht mich übelst ab. Das ist noch keine Aufgabe hier für mich. Ja, ich kriege einen Spion wieder. Ich gebe ihm aber nur den 4-Punkte-Spion. So, kriege ich nämlich auch 2 Karten. Sehr gut. Was lege ich mal? Was lege ich mal? Ich muss schon starke Karten legen jetzt. Ich lege erstmal einen 6er. Geralt der Prächtige. Nur was bringt der Spion jetzt? Der Spion wird auf die Gegnerseite gelegt. Dadurch erhält der Gegner natürlich Punkte. Aber ich kann 2 Karten ziehen. Das heißt, ich habe im Endeffekt dann mehr Punkte, die ich auf meine Dings legen kann. Beziehungsweise habe... Ah, Mist, jetzt hat er auch wieder einen Spion gelegt. Bei mir. Spione sind immer die mit diesen Augen. Die hat so ein Herzsymbol mit einem Kreuz. Das bedeutet, ich kann einen aus dem abgelegten Stapel nochmal zurückholen. Deswegen konnte ich gerade den Spion wieder hier rausziehen. Ich verliere. Ich verliere. Die Aufgabe ist leider noch nichts für mich. Da kann ich erstmal die Hauptstory nicht weiterspielen, weil ich zu schlechte Karten habe. Scheiße.
Hätte ich mal vorher immer Karten gespielt. Ich wusste, dass ich das machen müsste. Aber nein. Das Spiel ist ja so langweilig. Oder vielleicht ist es ja auch okay, wenn ich verliere. Gucken wir mal. Was lege ich denn jetzt? Fernkämpfer. Ja, friere nur meine Leute ein. Affe. Ach, weil ich meine Zehnerkarte auch nicht habe. Ist echt doof. Natürlich. Natürlich. Ja, zieht mich jetzt schon in dieser Runde ab und es kommt dann noch eine Runde. Wenn ich die jetzt gewinnen sollte, kommt trotzdem noch eine Runde. Ich mach mal kurz das Wetter, schlechte Wetter weg. Das hat eh keinen Sinn. Okay, ich verliere. Scheiße. Nein. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ah. Okay, ich kann nicht mehr gewinnen, glaube ich. Oh, jetzt passt er tatsächlich. Ich könnte auch diese Karte jetzt spielen. Da müsste ich eigentlich... Nee, dann habe ich noch nicht genug Punkte. Jetzt müsste ich genug Punkte haben. So. So, die Runde habe ich jetzt gewonnen, aber zu welchem Preis? Der hat noch 6 Karten, nicht nur noch 4. Ich kann nichts mehr machen. Holla, das sieht nicht gut aus. schön gesagt. Oh, ich habe aber eine Karte, eine Winterkarte habe ich gezogen. Ja, das ist ja toll. Hätte ich nicht meine super starke Karte ziehen können oder eine Spionkarte, wäre auch praktisch gewesen. Irgendwas in die Richtung. Oh, vielleicht hat der ja auch nur noch Wetterkarten jetzt auf der Hand. Bitte, bitte. Lass ihm nur noch irgendwelche mistigen Karten auf der Hand haben. Mit etwas Glück könnte ich noch gewinnen. Ja, lege ich jetzt meine Wetterkarte oder nicht? Nee. Geh mir 3 Punkte flöten. Aber doch, es würde sich, glaube ich, lohnen, wenn ich jetzt meine Wetterkarte lege, weil er hat jetzt schon ganz schön viel hier. Ich riskiere es. Gucken wir mal. Okay, jetzt muss ich nur noch ein bisschen Glück haben. Ja, ja. Unentschieden. Warum? Es war doch unentschieden. Warum gewinnt er? Es darf doch nicht wahr sein, weil ich eher gepasst habe. Oh nein. Hab dich ausgenommen, Freundchen. Bring mehr Geld, dann kannst du es vielleicht zurückgewinnen. Der hat mich doch verarscht. Das Spiel mit den Gästen im Casino, das bringt mir, glaube ich, gar nichts, wenn ich hier weiter so spiele. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich meine, ich werde auch gegen die anderen verlieren. Da muss ich heute mal echt Karten spielen. Da werde ich heute nicht viel anderes mehr machen können. Da muss ich jetzt erstmal Karten spielen und da muss ich woanders weiter Karten spielen, nämlich in Wählen, wo einfachere Gegner sind, dass ich mehr Karten kriege. Das bringt nichts sonst. Sonst verliere ich hier gegen jeden und verliere übelst Kohle. Das war eine Fähigkeit. Ja, ne, so habe ich es auch verstanden, dass das eine blöde Fähigkeit war und deswegen habe ich verloren. So ein Scheiß. So, wo ist denn jetzt hier, ne? Hier und hier. Hier gehen wir mal hin. Hilf einem armen Kerl. Die in der Stadt hier, die ziehe ich nämlich permanent ab. Weil ich einfach immer noch ein ganz...
Ich habe ein Deck, was okay ist, aber nicht OP. Du brauchst auch Geld, wie? OP, aber nicht OP. Nee, okay, aber nicht OP. Deswegen machen wir jetzt Kartenspiel-Quests. Oder irgendeine andere. Wir können auch in Novigrad hier das Buchhaus mal besuchen. Ich kann auch sowas erstmal machen. Je nachdem, wie ihr Bock habt. Habt ihr mehr Bock auf Kartenspielen weiter? Oder wollt ihr eine Quest gucken, die das Spukhaus heißt? Ah, Spukhaus. Ich denke mal, ihr seid eher für das Spukhaus, oder? Machen wir mal das Spukhaus. Interessiert mich auch gerade mehr als immer nur Karten zu spielen. Sei mir gnädig. Oh. So. Ach so, hier ist doch... Hier waren wir doch schon. Warum soll ich denn hier nochmal hin? Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst. Eins geht nicht ohne das andere. Dann will ich sie nicht. Hä? Sarah ist immer noch hier, aber... Hexer, Hexer! Corinne, sieh nur, wer da ist. Ach so, die Traumfrau ist noch da. Ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein- und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Au! Okay. Quest abgeschlossen, das Spukhaus. Scheinbar haben wir die Quest richtig abgeschlossen, dass alles gut ausgegangen ist für alle Protagonisten, außer natürlich für den Besitzer des Hauses. Tja, der Besitzer, der hat das nämlich gekauft und wollte, dass wir gucken, was hier, warum es hier so spukt und so weiter und so fort. Und wir haben dann den Geist gefunden, der aber total lieb ist und nett, und deswegen haben wir dem Besitzer gesagt, wir können den Fluch nicht brechen. Und der hat gesagt, na gut, dann ich hab's ja, ist nicht so schlimm. Was soll's, mir egal. Wie bitte? Lass uns heiß zocken, irgendeine, die wir schon gemacht haben. Was muss ich tun, um deinen schönen Tag zu kriegen? Was musst du im Spukhaus machen? Karten spielen? Spukhaus musste ich scheinbar gar nichts machen, nur ein Video freispielen. Easy. Dann noch eine. Ich will nicht noch eine heiß zocken, die ich schon gemacht habe. Ich will heiß zocken, die ich noch nicht gemacht habe. Tut mir leid. Ah, lieber Koker. Wenn du jetzt noch zwei Fitness-Koker, die mit heiß zocken, dann können wir gerne heiß zocken. Aber wie gesagt, eine, die wir noch nicht gemacht haben. Wir müssen ja auch nicht die komplette Heist-Mission dann heute durchziehen. So, warte mal. Weltkarte. Dann gehe ich jetzt noch Karten spielen. So, hier hin. Kann ich eine Schnellreise machen? Zuletzt bei guten Sohn gespielt. Ja, ja. Du siehst mir äußerst verdächtig aus. Hurensohn hat mich abgezogen. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die beste. So, hier müssen wir hin. Du. Okay, ich muss mal gucken. Ich weiß gerade nicht, wo wir Karten spielen können. Ich gucke erstmal in die Quests. Habe ich denn überhaupt Kartenspiel-Quests? Von Schwertern und Knödeln? Nee, sprich mit Hacker. Spiele gegen Wörter, das hier wird sein. Novigrad. Aber Novigrad, da bin ich doch gerade. Nee, das ist. Das sind sie zu stark. Hatte ich in Wählen denn schon alle? Verteidige das Land. Quint. Alle in Wählen muss ich erstmal besiegen. Besiege den Wahrsager und nehme ihm eine einzige Karte ab. Genau, den Wahrsager werde ich jetzt mal besiegen. So. Wo ist der Wahrsager? Wo ist er? Wo ist der Wahrsager?
Vor allem einer, der Wahrsager heißt, der weiß doch schon, wie das Spiel ausgeht, oder nicht? Hier müssen wir hin. Dann muss ich hier zum Niederwirr. Vor allem, wo lebt der denn? Der wohnt ja mitten in den Sümpfen, wie ich gerade sehe. Sümpfe. Und mal gucken, ob ich den, das ist ja halt auch jetzt so eine Art Kartenmeister, ob ich den jetzt schon besiegen kann, weiß ich nicht. Ich hoffe's. Ich gebe mein Bestes, damit ihr nicht enttäuscht werdet. Ich weiß, wie sehr er auf mich zählt. Plötze? Ah, jetzt. Plötze, du hörst doch sonst immer sofort, wenn ich pfeife. Was war denn jetzt los? Du wirst mir langsam untreu, ich weiß es. Reiten wir hier mal durch die Gegend. Um Karten zu spielen. Oh, schön. Sehr, sehr schön. Was wir nicht alles auf uns nehmen, um Karten zu spielen. Weißt du, diese Kartenspielquests wären halt welche gewesen, wo ich mir dann gesagt hätte, die mache ich vielleicht erst, wenn ich die Hauptstory durch habe. Aber daraus wird ja jetzt nichts. Banditenlager. Langsam. Oh, ein Banditenlager, also da möchte ich dann doch erstmal hier kurz für Ordnung sorgen. Das wird schädlich. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Oh, was zum Teufel! Oh, Level 1 Hund. Na dann. Nix da, ihr Blöden mit euren Speeren und Pfeilen. Ihr könnt nicht gegen mich gewinnen. Ja. Er zaubert! Der Bastard zaubert! Oh. Vor allem so ärgerlich, dass ich unentschieden gespielt habe und der gewinnt. Verstehe ich immer noch nicht. So, hier schießt noch einer mit Pfeilen. Ah, da oben. Da muss ich erstmal irgendwie hochkommen. Explodiert. Wo komme ich da hoch? Ah, hier. Kann ich denn überhaupt Leitern klettern, wenn ich im Kampf bin? Ja, scheinbar. Der Mond sieht ja geil aus. Tschüss. Fall runter. Oder so. Da war der Arm ab. So, guck mal, was ich hier finde, Hübsches. Hier ist eine Schatztruhe. Salmianische Brigantine. Demeratum Baren und Kühn des Ernst. Warte, ich guck mal kurz, was das eine ist. Ob die was bringt. Das war's nicht. Das hier war's. Ja, ein bisschen mehr Rüstung, aber das nützt nicht wirklich viel, weil die Prozentzahlen wieder zu schlecht sind insgesamt. Au. Was haben wir hier so? Silber und Seide. Hier haben wir nichts mehr. Salpeter. Salpetersäure. Guten Tag, mein Name ist Salpeter. Bärenfett, Salpeter, Schema, gemeterisches Stahlschwert. Wie gemerisch ist. Überlegener, tanzender Stern. Ritterhandschuhe. Die sind bestimmt gut. Salpeter nehme ich mit. Bärenfett brauche ich nicht. Zwergenschnaps brauche ich auch nicht. Ich gucke mir mal kurz die Handschuhe an. So richtige Ritterhandschuhe. Die sind doch schon besser. Zerschmettern, Resist 2-2 und verbrennen. Ja, die sind definitiv besser. Aber die sehen scheiße aus. Das sind so Kack-Fäustlinge. Fäustlinge. Damit kann man doch nicht kämpfen, oder? Hier habe ich schon als Kind, habe ich immer Fäustlinge gehasst. Im Winter. Da kannst du nicht mal gut mit Schneebälle machen. Also kannst du, aber du kannst halt nichts mit greifen oder so. Mit Fäustlingen. Sicherlich. So, ich glaube, ich bin hier fertig. Geh mal nach unten. So. Jetzt fängst du auch schon so an, Mr. T. Lass nachher ein Führerloy starten. Ja, können wir dann machen. Wie spät ist es denn? Ich habe gerade keine Uhrzeit. Um 10. Na, ein bisschen mache ich ja noch. Haben ja Zeit. Ich kann ja LOL auch wieder
spielen, wenn ich leise sein muss. Aber nicht ganz so spät natürlich. Ich muss ja auch noch meine Tage... hier ist auch schon wieder irgendwas. Monsternest. Ja, wenn ich einmal hier bin. Neckler. War keine Gule ausnahmsweise. Lass mein Pferd in Ruhe. Und tot. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Und tschüss. Bin weg. Klaue, Neckarauge, Blut nehme ich mal mit, Neckarherz nehme ich mal mit. Ein Runenstein und ein Monsterherz nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Komm schon, bitte. Ihr mit eurem LOL immer dann zocken, wenn Extra Schule hat. Nie am Wochenende. Ich habe doch gestern gezockt. Aber dir ging es doch gestern nicht gut. Ach, Exa, du bist doch jetzt gerade mal erstmal wieder aus dem Urlaub wieder. Weißt du, wie oft wir noch LOL spielen werden können? Sei mal nicht so. Nur heute dann vermutlich nicht. Weil ich spiele LOL halt immer erst gerne spät. Das ist leider so. Ah, oh, das sieht gerade geil aus hier mit den Farben. Wie die Sonne da hinten untergeht. Geil. Und da ist der Mond, da ist die Sonne. Herrlich. Weiter so plötzlich. Und es regnet und gleichzeitig scheint die Sonne. Sieht mega gut aus. Hier muss der Hellseher sein, den ich besiegen muss. Ich speichere mal kurz. Einfach mal so. Weil ich gerade zwei kleine Nebenquests gemacht habe. Ist der hier drin? Bist du der... Nee, das ist ein Flüchtling. Ah, hier. Kennen wir uns? Nicht persönlich, obwohl ich dich schon oft gesehen habe. Ich habe eine Gabe. Ich kann in die Zukunft sehen. Auch in deine. Aber nicht kostenlos, schätze ich. Ich verlange nicht viel. Wenn du einen Happen zu essen hast? Ich habe Lebensmittel besorgt. Warte, ich will erst ein bisschen hören, was er sagt. Hast du diese Visionen schon lange? Schon immer. Meine Mutter hat mich mal zur Dorfhexe mitgenommen. Und da bin ich in einen Kessel mit einem Zaubertrank gefallen. Pupelix. Mhm. Tatsächlich? Wenn ich ehrlich sein soll, als Halbwüchsiger habe ich einen Stein auf den Hinterkopf gekriegt. Seitdem sehe ich mehr als die anderen. Das klingt schon ein bisschen logischer. Erstmal, ich habe Lebensmittel besorgt. Hier. Danke. Eine feine Gabe. Die ist wahrlich eine Weissagung wert. Na schön. Erzähl schon. Ich sehe einen weißen Wolf. Er betritt eine endlose Höhle. Er singt eine Hymne des Irrsinns und der Verzweiflung und beschwört, was nicht tot ist, weil es nicht sterben kann. Das ist nicht die Zukunft. Das habe ich schon erlebt. Und du hast wohl in irgendeiner Ballade davon gehört. Mein drittes Auge wird immer schlechter, je älter ich werde. Aber wenn du mir etwas Drachenwurz bringst... Seltene Pflanze. In der Tat. Aber einst wuchs sie in einer Höhle südöstlich von hier. Ich weiß aber nicht, ob ich heute wieder Viewer Game mache, weil ich glaube, es sind nicht so viele LoL-Spieler da. Nico, wollte ich nochmal kurz sagen. Wo die sonst mitspielen, weißt du? Aber mal gucken. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und pflücke magische Wurzeln. Ich sag jetzt mal sehen, was ich tun kann. Ich will aber eigentlich erstmal gegen dich Quinn spielen. Oh, du bist zurück. Genau, ich möchte Quinn spielen. Ich wollte fragen. Ja, ich spiele Gwint. Und ja, wir können um die Preiskarte in meiner Sammlung spielen. Du kannst Gedanken lesen? Die guten Götter haben mich mit etwas Hellsicht gesegnet. Nur mit etwas. Denn sie bezieht sich nur auf alltägliche Dinge. Keine Vogelscheiße wird mich je treffen. Aber bei Gwint hat mir meine Hellsicht noch nie geholfen. Spielen wir. Legen wir los. Ach so, bei Kartenspielen bringt ihm seine Gabe also nichts. Naja, mach mal ihn jetzt mal platt. Hallo Tille, guten Abend. So, Schneekarte tue ich weg, der Rest ist glaube ich voll in Ordnung. Ja, passt. Dann wollen wir mal abbrechen. Runden beginnen. Ziehen wir den Opa mal ab. Oh, er hat Monsterkarten. Na gut, ich darf anfangen. Habe ich eine Spionkarte? Ja.
Ja, gut. Oh, der hat auch solche... Warum habe ich denn nicht solche Karten? Dass du da noch andere dazu bekommst aufs Feld. Das will ich auch. Ich passe. Naja. Natürlich bleibt eine Karte liegen. Ist ja auch total gerecht. Dann will ich jetzt mal gewinnen. Oh, er passt jetzt schon? Na wohl. Lege ich jetzt die eine Karte hier, dann passe ich auch. Will mich jetzt nur wieder abziehen, so wie der andere vorhin auch. Ich sehe es kommen. Achso, das ist eine Fähigkeit, dass eine Karte auf dem Brett bleibt. Ah ja. Na gut. Dann ist gut. Dann wollen wir mal. Zack. Natürlich. Krabbspinnen. Mal gucken, was da jetzt noch dazu kommt. Ah, war klar. Das war ja klar. So, ich kann aber auch hexen. Also irgendwie. Mit Karten. Oh nee. Jetzt hör doch mal auf damit. Das fängt schon wieder genauso an wie bei dem anderen vorhin. Natürlich, natürlich. Logisch. Nur noch drei Karten auf der Hand. Was ist, macht die jetzt die wilde Jagd? Ja, natürlich, natürlich. Alter. Der macht mich platt. Der alte Mann macht... Oh, natürlich hat sie noch... Kommen da noch mehr Karten dazu? Ist klar, 110 Punkte, mein Freund, 110 Punkte. Jetzt bräuchte ich wirklich die Eiskarte wieder. Das war seine letzte Karte, glaube ich, gerade die Schülerwetterkarte. Das ist ja ein richtiger... Ja, ja, das ist mega der Pro-Gamer hier. Lego Worlds gekauft? Was ist Lego Worlds? Ist das ein neues Spiel? Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas reißen kann. Wir gucken mal. Die lege ich jetzt noch mit hin. 60, nee, ich kann nicht gewinnen. Alles getan, was ich konnte. Schande. Die guten Götter hielten es für richtig, mich gewinnen zu lassen. Schau doch mal wieder vorbei. Blöde gute Götter. Pff. Naja, dann weißt du, was wir machen. Dann holen wir ihm jetzt erstmal seine Pflanze. Welches war denn das jetzt mit dem? Nee, das war's auch nicht. Schwarze Perle, nee, hier, sprich mit dem Aufseher, nein. Hä? Das ist vielleicht einfach eine Hexerauftrag? Nee, 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 nee. Schatzsuche? Nee. Hm, keine Ahnung. Der wollte doch, dass ich ihm die Pflanze suche. Oh, du bist zurück. Hast du diese Visionen schon lange? Schon. Wenn ich ehrlich sein... nee, Mist. Tut mir leid. Hoffentlich fehlt dir die Zeit nicht auch dann, wenn... Naja, bla bla, blub. Er hat auch gesagt, hier irgendwo finde ich diese Pflanze. Oder ist die Quest jetzt abgebrochen, weil ich vorhin zurückkam und das nicht gebracht habe? Ist hier denn irgendwo eine Höhle in der Nähe? Er hat ja gesagt, die würde hier in irgendeiner Höhle wachsen. Aber ich sehe nichts, was nach einer Höhle vielleicht hier hinten... Ich kann ja mal in die Richtung reiten. Vielleicht ist hier eine Höhle.
Blitze. Da hinten ist Blitze. Oh, es nieselt. Praktisch Minecraft, aber halt von Lego. Mhm. Minecraft von Lego? Ja, ich weiß ja nicht. Ich will mir Jurassic Park Lego holen. Ist schon besser. Das ist cooler. Oh, hier ist auch eine Aufgabe. Halt! Vielleicht schenkt er mir eine Karte, wenn ich gewinne. Du ziehst nordwärts, Meister? Warum fragst du? Ich dachte, du könntest vielleicht nachsehen, was mit unseren Männern passiert ist. Sie sind schon eine Weile weg. Was brauchst du? Reden wir über meine Bezahlung? Meine Belohnung. Was habt ihr da im Sinn? Oh, ach, wir dachten... Aber ja, du hast was für deine Mühe verdient. Der wollte mich über den Tisch ziehen. Nicht mit mir, mein Freund, nicht mit mir. Ich kriege bitte so 270. Freut mich, wenn dir das passt. Ja, ist in Ordnung. Was brauchst du? Was brauchst du? Hier ist neulich eine Kaufmannskarawane durchgekommen. Die hat ein paar unserer Leute angeheuert, ihr den Weg zur Brücke zu zeigen. Gestern hätten sie zurück sein sollen. Gut, ich halte die Augen offen. Mein Bruder Tomil hat sie angeführt. Rede mit ihm, wenn du sie findest. Kluger Mann, nicht wie die anderen. Mache ich später. Ich will jetzt erstmal die Höhle finden für den Opa. Das muss doch auch irgendwo unter Quests aufgeführt werden. Nebenquests muss doch hier irgendwo sein. Quinnspiel, die Wahrheit steht in den Sternen. Ach, hier ist es doch. Ich bin doch blöd. Die Wahrheit steht in den Sternen, ist aber auch eine doofe Beschreibung. Muss ich nämlich in die Richtung, wäre ich jetzt glatt in die falsche Richtung gerumpen. So. Finden wir mal Drachenwurz. Hui, scheinbar hier. Nicht so schnell, Plätze. Haben wir ja wieder einen schönen Ort gefunden. Nicht, dass ich schon wieder sehe mit den... Naja, und da sind lauter Ertrunkene da unten. Gehen wir mal. Warte mal. Katze mache ich an. Inventar. Oh. Katze, 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 Katze. Miau, 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 miau. Hier Drachenwurz direkt? Ne, das sind Pilze. Gucken wir mal. Auch Pilze. Gut, das sind alles Pilze. Ich schätze mal, ich muss weiter in die Höhle. War ja klar, dass ich ganz tief in die Höhle muss. Haarschleierlinge? Okay, hier lauert irgendwas. Ghule. Naja, gegen Ghule komme ich an. Sogar nur Level 2 alle. Beilkopf, okay. Aufnehmen, Ghoulblut. Das suche ich aber gerade gar nicht. Ich suche jetzt die. Fackel, nein. Ach so, weil ich jetzt wieder Katze genommen habe und keine Fackel. Ja, ich kann auch dann meditieren und dann ist das doch schon wieder vorbei mit dem. Ah, hier ist eine Schatztruhe. Nee, ist nichts, ist nur eine Kiste, die ich aber nicht antippen kann. Seb hat Orientierung wie eine Fliege. Haben Fliegen super Orientierung? Wo ist denn jetzt das Zeug? Drachenwurz. Drachenwurz. Haarschleierlinge. Haarschleierlinge nicht. Da, das ist es. Komm her, in die Wurzel. Ob der Alte damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Bestimmt. Es gibt nichts, was mich daran zweifeln lässt. Rennen wir mal wieder raus und zum Alten und gucken mal, ob er jetzt wirklich in die Zukunft gucken kann. So, ich meditiere mal kurz, damit der Effekt wieder weg ist. Habe ich jetzt meditiert? Ich meditiere nochmal kurz. So, huch, plötzlich keine Katze mehr aktiviert. Schneehase? Hallo, Schneehase. Ich habe gerade tierischen Hunger auf Schneehase. Komm mal her.
Mann, lass mich doch mal auf Plätze. Komm nicht auf Plätze. Jetzt. Manchmal ist es echt verbuggt. Los hier hoch. Fliegen vergessen quasi sofort, was gerade passiert ist. Was mache ich gerade eigentlich? Hä? Was habe ich denn da für komische Internetseiten offen? Was spiele ich denn hier gerade eigentlich für ein Spiel? Ach, das ist total unwitzig, ich weiß. So. Oh, du bist zurück. Wer bist du? Ich möchte Quinn spielen. Nee, hier ist das, was du haben wolltest. Ich bringe dir, was du haben wolltest. Danke. Jetzt einen Moment, bitte. Es pfeifte sich erstmal eine Pfeife rein. Na, was hast du vor, Obi? Ich sehe einen Wolf, der auf einen einzelnen Turm zuhält. Im Schneesturm. Er folgt der Schwalbe. Aber die Schwalbe hört nicht auf das Heulen des Wolfs. Sie fliegt immer höher, weil sie weiß, dass es ihr letzter Flug ist. Estuart Esse. So wird es sein. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Die Welt wird in Frost ersterben und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren. Aus dem häng ich her, dem ausgesäten Samenkorn. Edlines Prophezeiung. Lass mich. Geh. Geh jetzt. Ich muss Karten spielen. Die Schwalbe ist ja übrigens Ciri gemeint. Das heißt, Ciri könnte sterben. Oder denkt, sie würde sterben zumindest. Weil sie wird ja gejagt von der wilden Jagd. Und der weiße Wolf bin natürlich ist ich, was klar ist, weil ich eine Wolfsmaske trage. Nein, nicht nur deswegen, auch wegen meinem Wolfsamulett. Und weißhaarig bin ich auch noch. Ich gehe mal kurz auf die Mühle. Komme ich hier mal rüber? Ne, der kommt da nicht durch. Kann ich mal durch die Büsche jumpen. Gucken wir mal, was hier in der Mühle geht. Monster vermehren sich im Krieg bestens, oder? Schade, dass man nie in die Mühlen kann. Komisch. So, ich würde noch die Aufgabe machen mit dem Bruder kurz. Vielleicht komme ich ja da unterwegs irgendwo hin, wo noch jemand anders ist, der Karten spielt. Weißt du, wenn ich halt diese Kartenquests mache, habe ich immer mega gute Gegner. Wenn ich jetzt aber unterwegs irgendeinen Kaufmann finde, der Karten spielt, dann habe ich da eine gewisse Chance, den zu besiegen. Damit ich endlich mal ein neues Deck erhalte. Nicht immer nur dieses, immer dasselbe. So, die Bruderaufgabe wollte ich machen. Nebenquest, Verteidiger des Glaubens. Nee, das ist nicht. Siege den Wahrsager im Einzigen. Nee, das war ja das. Schwarze Perle, das ist auch nicht. Bestimmt ganz unten. Hohe Einsätze. Quint-Turnier. Siehst du, das kann ich nämlich zum Beispiel auch noch nicht machen. Das auch nicht. Den hier könnte ich. Ach nee, ist auch in Novigrad. In Novigrad sind die Gegner alle noch zu stark. Freiwilliger, schau dich in der Umgebung um. Könnte ich auch machen, ist aber auch in Novigrad. Muss ich wieder zurück. Wo ist denn jetzt das mit dem... War das die Aufgabe hier? Auf der Fährte, mehrere Orte? Ich weiß es nicht. Ist aber sehr weit weg. Ach, keine Ahnung, mach ich halt das. Ich werde die andere Aufgabe schon noch finden. Oh, ist aber auch in Novigrad. Ich habe irgendwie kein Glück. Und wo ist es? Hier oben.
Cirella, ja. Ja, das ist der ganze Name von ihr. Aber ich sage halt immer Ciri, weil es auch so ein außergewöhnlicher Name ist. Ciri. So. Plötze. Obwohl es nur 100 Meter sind, aber Plötze hat eh keinen Bock. Gut, typisch Plötze. Warte mal, hier haben wir einen Händler. Hallo, Karten spielen. Hallo. Hallo, ich will was kaufen. Komme ich da rein? Hier. Hallo. Ach, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ach nee, der spielt keine Karten, oder? Doch, habe ich schon gegen ihn gespielt? Habe ich schon gewonnen gegen ihn? Weiß ich nicht. Ich spiele nochmal. Ich will Karten spielen. Ich kann sein, dass ich gegen ihn schon gewonnen hatte. Oder verloren. Ich beginne. Irgendwie fange ich immer. Du kommst weg. Ja, den Rest behalte ich. Super, endlich habe ich mal meine gute Karte da. So, eine Spionkarte, die lege ich jetzt gleich. So. Passen. Die mit C. Siri, nicht Siri. Nee, nicht die Siri von Apple. Das ist wieder was anderes. Was lege ich? Ah, natürlich liegt ja eine 10-Punkte-Karte. Da könnte ich meine auch gleich mal rausholen. Hauen. Ja, hau mal die raus. Oh, der hat noch eine, das gibt's doch gar nicht. Tja, da kann ich nicht mehr mitziehen. Die hier habe ich. Gegner passt, okay, ich brauche eine 6er-Karte. Dann kann ich auch passen. Na, mal gucken. Zusätzliche Karte gezogen. OP. Dann wollen wir mal. Gewinnen. Wollen wir mal gewinnen. Das kann ich auch gleich machen. Oh, er legt den Spion tatsächlich. Ungut. Hab ich einen Spion? Ich habe keinen Spion, oder? Da ich keinen Spion habe, lege ich einfach meine stärkste Karte wieder zurück. Na, ich habe zwar auch einen Hornbläser, aber mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Na, ungut, ungut. Okay, der hat ja wirklich nur solche Dinge. Macht der Nebel. Okay. Mach ruhig den Nebel. Den mache ich jetzt nämlich wieder weg, den Nebel. Dann wollen wir mal gewinnen. Zack. Runde gepasst. Ja, musste ich leider. Komm schon. Das kannst du nicht mehr einholen. Du hast nur noch eine Karte. Nein! Hätte ich mal den Nebel liegen lassen. Aber ich habe trotzdem gewonnen. Aber wie gesagt, mir ist so, als hätte ich schon mal gegen ihn gewonnen. Nein, ich krieg eine Karte. Neuen Gegenstand erhalten. Stefan Skellen. Ich habe eine neue Karte gewonnen. Wup. Und wir machen jetzt noch eine Aufgabe. Komm, eine Aufgabe kriegen wir heute noch hin. Bevor der Tag schon wieder vorbei ist, schaffen wir noch eine Aufgabe. Weißt du, was mich an Novigrad am meisten oder warte mal, wie spät haben wir es denn? Proportionen. Die Stufen sind ja, schaff mal. Eine Aufgabe schaffe ich noch und dann kann ich mit dem Poker noch
meine Tagesziele machen. Oh, hier haben wir auch noch eine Aufgabe. Nehme ich schon mal an, die Aufgabe. Für das, was du getan hast. Nein, was geht denn hier ab? Was ist hier los? Dieser Deuner hat Fistech an ein paar junge Elfen verkauft. Kontaminiertes Zeug, das alle anderen Konsumenten umgebracht hat. Lüge! Die wollen mich töten und mein Gold stehlen. Hilf mir, bitte! Du hast Gift verkauft. Schade, dass du nicht gesehen hast, wie die jungen Leute unter Krämpfen gestorben sind. Ihr seid doch alle... Ihr Elfen verachtet Menschen doch. Ihr wollt euch rächen. Aber der Untergang eurer Zivilisation ist doch nicht unsere Schuld. Halt den Mund, Giftmischer. Tja, wem soll ich glauben? Ihr habt keinen Beweis. Macht mit ihm, was ihr wollt. Mal nachsehen, ob er Fistech dabei hat. Lasst mich nachsehen, ob er tatsächlich Fistech dabei hat. Wir haben ihn schon durchsucht, sogar die Stiefel, aber nichts. Der Bastard hat alles verkauft. Aber das macht ihn nicht unschuldig. Ach Mann. Ihr habt keinen Beweis, macht mit ihm, was ihr wollt. Was soll ich denn sagen? Da frage ich euch jetzt mal, weil das ist jetzt wirklich eine knifflige Sache. Ich glaube, ich würde nämlich sagen, ihr habt keinen Beweis, aber wenn die da zu dritt so, die sind ja nicht so, dass die... Die sind ja nicht total aggressiv und denken sich das aus, weißt du? Ich glaube eher, dass die da guten Grund haben, auf diesen Mann loszugehen. Deswegen könnte man auch sagen, macht mit ihm, was ihr wollt. Ich weiß es gerade nicht. Was sagt ihr? Hau rein, Aim, nix, bis später. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen streame. Wo ist der Beweis? Hilf ihm? Seid ihr wirklich dafür, das mit dem Beweis? Ich hätte jetzt gedacht, ihr wolltet... Okay. Ich sehe keine Beweise dafür, dass er jemandem Fistech verkauft hat, geschweige denn Vergiftetes. Ihr könnt ihn nicht einfach umbringen. Dann stirbst du eben auch, Wattgern. Nein, ich will nicht gegen Elfen kämpfen. Schade, dass du uns in die Quere gekommen bist und dich auch noch in den Weg stellst. Das ist nicht dein Tag. Der ist bestimmt böse. Das wollte ich nur mal so sagen, aber ich habe jetzt entschieden, wie ihr entschieden habt. Und Arm ab. Und Kopf ab. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Danke, Hexer. Verdammte Elfen. Ihnen ist jede Entschuldigung recht, um mich auszurauben. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich finde, das war die falsche Entscheidung. Ich sag's nur so. Mal, ich bin mir da ziemlich sicher. So, jetzt will ich aber endlich die Aufgabe machen, wo ich ursprünglich hin wollte. Ach Mist, ich laufe gerade falsch. Na egal, hier geht's auch lang. Meine Güte, meine Fußwinkel stinken vielleicht. Ach, schön. Wir mögen keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum, ermordet die Leute. Sie haben Angst, abends rauszugehen. Kann ich mit dem Aufseher sprechen? Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Zu schade, dass er keine Bittsteller empfängt. Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter, Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Er selbst, beaufsichtigt? Genau. Ja, schön. Das ist wie ich manchmal, wenn mir ein Wort nicht einfällt, was total naheliegend ist. Vielleicht bringe ich diese Bestie zur Strecke. Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Ich meine, ich mag Elfen ja, aber wenn sie einen Unschuldigen beschuldigen, weil sie keine hundertprozentigen Beweise haben, dann ist das wahr. Ja, ja schon, aber die gleich wieder zu töten, ist wieder so die andere Sache, weißt du? Und ich bin eigentlich auch mehr auf der Seite der Elfen. Ich wette, der Typ war böse. Sag ich euch, da kommt noch mal was. Jemand hat den Auftrag angenommen, wer denn? Hat jemand das Monster gesehen? Wo hat die Bestie zuletzt zugeschlagen? Ich frag mal, wer den Auftrag angenommen hat. Wer hat den Auftrag angenommen? Ich hab den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgetaucht ist. Ein anderer Hexer. Hat jemand das Monster gesehen? Frag ich jetzt. Gibt es irgendwelche Augenzeugen von diesen Angriffen? Nein, nur Leichen. Die
Die Bestie erscheint nur nachts und wählt Opfer aus, die alleine sind. Wo hat die Bestie zuletzt zugeschlagen? Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich habe ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Eustachius hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Na, Gott sei Dank. Schauen wir mal. Danke. Bis dann. Schauen wir mal. Vielleicht war es gar kein Monster. Das weiß man halt nie. Könnte auch sein, dass es irgendein Mörder war. Oder Diebe. Ah, Fußspuren natürlich. Das sind nicht die Spuren eines Garkins oder Flatterers. Nee, okay, das ist, könnte, weiß nicht, was könnte das sein? Gargoyle. Das sind immer die Gargoyles. Es gab ja früher auch so eine Disney-Serie, die hieß Gargoyles. Mochte ich aber nicht. Blut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Ich hab's trotzdem geguckt, auch wenn ich es nicht mochte. Alles Blut wurde ausgesaugt. Ein niederer Vampir. Auf der Fährt. Gucken wir mal. Folgen wir mal den Spuren. Wo sind sie denn? Hier waren noch gerade noch die Spuren. Hier lang. Okay, ich hinterlasse auch immer Spuren im Holz. Genau, ihr schafft eure Frauen weg. Hexer kommt. Geralt die Diva. Okay, sie springt scheinbar ins Wasser. Kann ich ins Wasser auch springen und tauchen? Und da Spuren weiterhin sehen? Wäre komisch, aber ich probier's. Nee. Vielleicht auf der anderen Flussseite, aber ich guck mal, weil da immer noch dieser gelbe Reifen ist. Die Spuren enden hier. Ich muss auf der anderen Seite nach Spuren suchen. Okay, das hätte ich erst machen sollen. Gucken wir hier mal. Ist auch ein schönes Gebäude hier. Eine Mühle. Ratten. Aha. Rattenkadaver. Sie haben keinen Tropfen Blut mehr. Muss ein Ekima sein. Ein Ekima? Sagt mir gerade gar nichts. Ist hier sonst noch irgendwas? Ach, hier haben wir noch mehr Fußspuren. Okay, hier rein geht's also. Links, oh, oh. Geralt, Vorsicht! Sie ist stark! Wer bist du denn? Boah. Ganz schönes Vieh, Alter. Ah, die können sich irgendwie in Wind verwandeln. Guck mal einer an. Ist doch cool. Easy. Woher kennt er mich? Wer bist du? Auch ein Hexer. Hallo, Lambert. Verdammt, wie gut dich zu sehen, Wolf. Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Wo bist du gewesen? Was hast du getrieben? Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob. Ordentlicher Verdienst in Lan Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldtroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Trollfreihaus. Brauchst du Hilfe bei der Sache? Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's? Gehen wir. Ich stoße später zu. Gehen wir. Gehen wir. Die hat bestimmt eh nichts Tolles getroppt. Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Jetzt wollen wir unsere Bezahlung sehen. Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein. Danke. Obwohl, vielleicht gehe ich doch noch dahin und hole mir schnell das
das Köpfchen von ihr. Vielleicht war der wertvoll, oder? Erstmal wir gucken, haben uns um passiert. Das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Yad Karadin, Lambert, beruhige dich. Wer? Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden. Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Ich hab doch gar nichts gemacht. Warum rennt er weg? Was soll ich tun? Kämpfen vermutlich. Das kommt jetzt wieder mal unerwartet. Du wirst es nie lernen. Nee, so nicht, mein Freund. So nicht. Ah, ich würde nur mal gucken, wie das ist. Okay. Ja, das Schild an sich ist auch nicht schlecht, aber... Oh, Alter, wie der die immer durchsäbelt. Das ist so grausam. Meine Schuhe sind beschädigt? Ich bitte euch. Toll. Das war jetzt aber wirklich nicht von mir geplant. Dieser Typ ist mehr Ärger als der Ekima. Karadin ist verschwunden, ich schwöre es. Die anderen auch. Ich weiß nur von Vienne. Was weißt du von Vienne? Sie trinkt im Sieben Katzen. Sie ist Tag und Nacht dort. Siehst du? Du bist doch zu was Nütze. Ganz schön bösartig, der Typ. Erklärst du mir mal, was das alles soll? Zum Teufel, Lambert. Ich frage erstmal aus. Das war Mord. War das wirklich notwendig? Ja. Bald tauchen noch mehr Wachen auf. Lass uns verschwinden. Wir treffen uns im Sieben Katzen. Dort erzähle ich dir alles. In der Taverne, wo Vienne ist? Ja, bis später. So. Huch, das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich aus Versehen Katze getrunken. Nun ja, gut. Ich würde sagen, die Aufgabe haben wir jetzt. Wir beenden das hier. Und ich spiele jetzt noch ein bisschen was anderes. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Witcher. Vielleicht spiele ich morgen doch Witcher. Abends halt nur eine Stunde Witcher. Weil ich wollte morgen eigentlich nicht streamen, aber ich würde hier gerne eigentlich weiterspielen. Kennt mich ja. Jetzt habe ich aus Versehen Katze getrunken. Warte mal. Bevor sich hier wieder Leute aufregen. Kronen. Kronen. Ich guck noch mal ganz kurz, was die, wie das Vieh, was das verloren hatte. Wo muss ich denn da hin? Darüber muss ich wieder. Das gucke ich noch mal schnell und dann höre ich auf. Da wundern sich die Hexer, dass sie so einen Ruf haben. Ja, ist schon komisch, dass der Typ so aggressiv ist, aber der wird schon seinen Grund haben, oder? Mal gucken. Los, schwimmen wir ein bisschen schneller. Hier hoch. Da liegt noch der Kadaver. So, kleines rotes Mutagen, Vampirzahn, Ekima-Mutagen und Ekima-Haut. Genau, bevor ich das mal wieder gar nicht mehr finde, habe ich es jetzt schon mal. Wer weiß, wozu das gut ist. Gut, dann speichere ich jetzt. Ich gehe aber raus vorher noch. Boah, das sieht auch cool aus gerade hier, so mit der Brücke. Naja gut, speichere ich mal. Zack. Spiel speichern. Wir gucken mal. Boah, jetzt habe ich schon wieder Katze. Gut, dass das nicht gespeichert ist.